die haben das damals so gesagt, und das war so wie der Talak, ne? So wie die Scheidung. Du hast zu deiner Frau gesagt, Anti alayka dhahri ummi, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Und das hat gereicht dann als Scheidung. Und Mohammed hat das gehasst, ne? Der fand es abscheulich, der hat es gehasst, und dafür gab die Strafe, einen Sklave zu befreien. Aber ein gläubiger Sklave, ein Moslem-Sklave. Weil ich habe ihm dann auch den Hadith gegeben, wo ein Mann sagt für Mohammed, ich habe eine Sklavin, die ist sehr gut, ich habe sie sehr gut erzogen und dies und das, ne? Der hat sie so richtig über sie gut geredet, die ist perfekt, das, und ich würde sie gerne befreien. Und dann hat ihm Mohammed gesagt, bring sie hierher. Der hat sie zu Mohammed gebracht, dann hat sie Mohammed gefragt, wo ist Allah? Die sagte, Allah ist in den Himmel. Und er sagte, wer bin ich? Die sagte ihm, du bist das Prophet von Allah. Die sagte, okay, ja, sie ist gläubig, du darfst sie befreien. Also das war eine Voraussetzung. Du kannst keine ungläubigen Sklaven befreien, weil die könnten dich ja in Zukunft bekämpfen. Verstehst du? Richtig, Ist ja richtig. logisch. Ja, Hallo, Cousin. Bruder. Hi, Brudi. Es, die, du, man redet, redet, die glauben sowieso nicht, und man zeigt die, geschweige das zeigen, das macht keinen Spaß mehr. Ja. Deswegen. Ich sag euch mal was, Leute. Also von meiner Sicht aus, ne? Die, die da so ein bisschen rumdribbeln und sagen, ja, das stimmt nicht und sowas, die sind mir ehrlich gesagt lieber als wie die, denen du, sag ich zum Beispiel mal, die Geschichte mit Aisha vorwirfst, ne? Und die sagen dann, ja, wenn das da so steht, dann ist das, wo ist jetzt das Problem? Hör mal, und wenn die dann den Satz sagen, dann denke ich mir, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Weiß ich, man versucht es ja noch Ja. nicht mal irgendwie zu rechtfertigen. Oder der sagt, ja, dann ist das eben so. Wo ist denn das Problem? Hast du ein Problem damit? Ja, Alter, bist du noch sauber oder was, ey? Hey, danke Rose, danke für Flammenherz, danke. Auch letztens hier da waren zwei Muslime, und wir haben über, die haben, nee, nicht bei mir, ich glaube, das war bei Eddie sein Live, und die haben so geredet über, dass man Frauen und Kinder im Krieg nicht töten soll, ne? Und ich habe gesagt, danke Bruder, danke Carlo. Und ich habe gesagt, nein, ich habe denen auch den Hadith gegeben, Hadith von Innahum Minhum, wo die Stadt Khaybar umzingelt haben, und die wollten dann mit Katapult die Stadt zerstören. Und die Freunde von Mohammed haben ihm gesagt, aber es gibt da Kinder und Frauen. Und er hat gesagt, Innahum Minhum, die gehören dazu. Also in dem Sinne. Und in den Tafsir, was findest du? Der sagt, die gehören dazu, weil sie werden diese Männer erben, die folgen die gleiche Religion, sie wurden von den Ungläubigen erzogen, und daher gilt die gleiche Strafe, wenn die sterben, okay. Aber und die sagte, nein, aber der hat aber wieder gesagt, man sollte keine Frauen und Kinder töten. Natürlich. Aber was passiert mit diesen Frauen und diesen Kindern nach dem Krieg, wenn sie, okay, jetzt sagen wir mal, okay, die Frauen und Kinder müssen nicht getötet werden. Heißt das, dass sie danach nach dem Krieg frei sind? Nein, sie werden versklavt. Verstehst du? Also da sind bestimmt manche Frauen, die lieber sterben würden, als von irgendwelchen Muslimen nach dem Krieg missbraucht zu werden, und dass die mit diesen Muslimen schlafen müssen und als Sklavinnen dienen müssen, und die Kinder auch. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ne? Die sagen so, als man sollte Frauen und Kinder nicht töten, als wäre es, dass nach dem Krieg diese Frauen und Kinder ihre Freiheit haben und dürfen dann einfach weggehen oder was auch immer. Natürlich, Bruder. und das ist ja auch eine Ware. Die kosten ja Geld, die haben einen Wert, diese Frauen und diese Kinder. Die kann Mohammed nach dem Krieg ja verkaufen in den Märkten, wie er gemacht hat mit Banu Qurayda. Der hat sie verkauft in der Stadt Najd und hat mit dem Geld Waffen und Pferde gekauft. Ja. Weißt du, was ich meine? Und die meinen so, nein, man sollte keine Frauen und Kinder, okay, man soll sie nicht töten. Lässt ihr sie dann frei nach dem Krieg? Nein. Also, das ist doch das Gleiche. Ob du sie tötest oder versklavst ihr ganzes Leben, ist doch das Gleiche. Ganze Leben Sklave, einmal Sklave, für immer Sklave. Da gab es doch diese Geschichte, wo Abu Bakr und der andere Händler, warte mal, kann ich dir gleich den Namen sagen, die haben sich um die Sklaven gestritten. Jeder von ihnen hat denn Tausende gehabt, Bruder. Und jeder wollte mächtiger sein als der andere. Letztendlich hatte der andere mehr Sklaven aber als Abu Bakr gehabt. Da hat Abu Bakr ihn verflucht. Also, du kannst doch nicht mehr als ich Sklaven haben. Und die haben sich auf jeden Fall gegenseitig immer Die hatten bestritten. Tausende, natürlich, die hatten Tausende. Tausende hatten die gehabt, Bruder. Der Muhammad hatte selber Tausende gehabt.
Ja, Oluho-Träger. Ja, der Ehemann von Saphir, sie war noch, ja, sie war eine Dings, eine Braut. Ja, ihre Cousin, ihre Bruder, ihr Vater wurde getötet. Ja, in Banu Nadir, und er hat sie verfolgt, nochmal in Khaybar, und da hat er sie dann erobert. Hat er Khaybar erobert und sie auch erbeutet. Ja, die hat am meisten gelitten. Also die hat zwei Kriege erlebt, Saphir. In Banu Nadir, das war ihre Ursprungsdorf. Und wieder, die sind abgehauen nach Khaybar, und der hat sie da auch angegriffen und dann mit Katapulten geworfen. Ja. Nein, weil die relativieren das und die wollen es irgendwie schön machen. Nein, Frauen und Kinder sollte man nicht töten im Krieg. Okay, warum? Weil du kannst sie ja verkaufen. Nur deswegen sollst du sie nicht töten. Weil die sind Geld wert. Als würdest du jetzt Kamele oder Kühe töten. Oder als würdest du Gold finden und einfach wegschmeißen im Müll oder im Ozean. Das wirst du ja nicht machen. Genauso sind auch die Frauen und Kinder. Die sind Geld wert. Das ist eine Währung quasi. Und deswegen sollte man sie nicht töten. Möglichst nicht töten. Aber wenn es nicht anders geht, dann töten die sie. Richtig, richtig, Bruder. Also, ja, ich weiß, ich verstehe deren Moral gar nicht. Bruder Bobo, ich muss morgen früh los. Ich wollte mal nur Hallo sagen. Danke, Bruder. Und Ja, schön, gute Nacht. ja, danke, wünsche ich auch zusammen und man hört sich, Bruder. Schlaf gut, ich bin Ja, morgen wieder gut, ein ich bisschen zwar Zeit, nachher ein bisschen weiß. früh. Ja. Okay, Bruder. Pass auf dich auf, danke. Babu, ich gehe auch raus. Ich versuche mal zu pennen, ne? Alles gut, Bruder. Gute Nacht. Schlaf Ja. schön. Danke. Ciao, ciao. Ja, die 900 Kinder. Ja, 900 Kinder. Jeder, der, ja. Gott bekommt 20% der Beute, nur wenn der Gegner kämpft. Also wenn der Gegner sich verteidigt, bekommt Mohammed und Allah 20%, und der Rest wird ja dann geteilt, ne? Aber wenn der Gegner sich nicht verteidigt, also wenn der Gegner nicht zurückkämpft, heißt das dann nicht Ranima, sondern heißt das Fei. Und dann bekommt Mohammed alles. Also zum Beispiel, Mohammed hat jetzt ein Dorf angegriffen, ja. Dieses Dorf hat sich nicht verteidigt. Haben sich von Anfang an ergeben. Er hat gesagt, okay, wir ergeben uns. Dann bekommt Mohammed alles. Alles gehört Mohammed. Weil die Kämpfer, die haben nichts dafür gemacht. Das steht ja auch so in den Tafsir. Die haben dafür nicht geschwitzt, die haben sich dafür nicht verletzt, die haben sie keine Mühe, haben sie sich gemacht. Deswegen bekommen sie gar nicht. Bekommt man mit alles. Ja, der beste Mensch, ja. Ja. Wir vergleichen ihn dann mit Dings. Ja, natürlich, dass sich die Frauen, ja, Safiya war ja nicht seine Beute, sie war von Yihya al-Kalbi. Ja, und der hat ihnen dann gesagt, sucht ihr eine andere, und in andere Erzählungen sagt man, der hat ihnen 6 Sklaven gegeben für Safiya. Es gibt ja mehrere Erzählungen. Hey, Ahmed Zika, hallo. Ja. Ja, richtig, genauso. Und die sagen, nein, der Islam ist barmherzig, der sagt, tötet keine Frauen und Kinder. Nein, tötet sie nicht, aber versklavt sie, verkauft sie auf Märkte wie Tiere, wie Ziegen. Ich meine, wahnsinnig, wahnsinnig. Lasst sie sich nicht bedecken, sie müssen dann nackt rumlaufen. Die Frauen, die werden erniedrigt. Was für ein Leben ist das denn für diese Frau, die dann nicht getötet wurde im Krieg? Wie ist das denn jetzt wieder? Guten Abend. Ja, nicht, bleibe nicht lange, Bruder Ahmed Zik. Ich wollte nur kurz gucken, meine Freunde Hallo sagen. Ich war heute nicht live. Gestern war ich in anderen Lives von anderen Leuten. Frauenrechte, aber welche Rechte? Sagt mir nur einer. Ey, alle muslimische Dings, Gelehrten und so, die Besten vom Besten haben sich zusammengetan, die haben eine Versammlung gemacht, und die wollten bestimmen, was für Rechte Frauen im Islam haben. Ich glaube, sie sind mit drei rausgekommen. Drei Rechte haben sie festgestellt. Das Recht zu leben, ja, wieder, weil du sie ja nicht tötest im Krieg, aber du versklavst sie, das ist ja auch ein Paradox. Eigentlich ist das ja gar kein Recht. Manche Frauen würden lieber sterben im Krieg, als versklavt zu werden. Und zweite, glaube ich, das Recht, Hijab zu tragen. Natürlich nur für freie Frauen, aber nicht für Sklavinnen. Und das dritte Recht weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr.
Ja, ein Hadith steht im Koran, Bruder. Zuschauer, es steht im Koran über SRX mit Sklavinnen. Ah, ja, ich weiß, okay, ich weiß jetzt, was schon, ja, den Hadith, Mamin Nesametin Qaima, ila ilahiyya, ja, ich verkehrte den Hadith von, das war der Krieg von Beni al-Mustalik. Das war der Krieg von Beni al-Mustalik, Ghazwat Beni al-Mustalik, und die Männer wollten ja verhüten, al-Azl. Ja, ich kenne den Hadith. Und Mohammed hat gesagt, nein, braucht ihr nicht. Ma lakum taf'alu. Ma min nasamatin ka'ina ila Jede Seele, die geboren wird, wird geboren bis an Ende der Zeit, also bis an den jüngsten Tag. Ja, da hast du recht, Zuschauer, ich weiß den Hadith, ja. Koran sind ohne Zweifel wahr. Sami Elmani. Elmani. Sami, falls du Almani bedeutet, mach A, Almani. Elmani bedeutet was anderes, bedeutet Samen, ne? Von Männern, also das bedeutet das Wasser von Männern. Welche Zeichen? Komm hoch, sag uns bitte schön die Zeichen. Schick, komm hoch, sag uns die Zeichen von Mohammed. Ja. Von Missionaren und Islamhasser werden oft. Ja, komm, hör auf, hier irgendwelche Werbung zu machen, zu trollen, komm hoch und rede, sonst wirst du gestummt. Wunder im Koran ist, allerdings, Männerspermien und Frauenspermien kommen von Brüste. Das ist der Wunder im Islam. Dass Frauenspermien aus ihre Brüste kommen, das ist der Wunder im Islam. Wahnsinnig. Papa, ich hier schon Helen. Die Männer hätten Angst. Die Schwangerschaft weniger wird. Ja, die wollten, da gab einen Riesenskandal darüber, ja. Da gab einen Riesenskandal, ob man die Mütter von Kindern verkaufen darf oder nicht. Also die Mütter, die Sklavinnen, die Kinder bekommen mit deren Master, ob man sie verkaufen kann oder nicht. Da haben sich die Sahaba gestritten, am Ende kamen sie zu dem Ergebnis, dass man sie verkaufen darf. Also man darf sie verkaufen wie eine Ziege. Auch wenn du ein Kind mit ihr hast, kannst du sie am nächsten Tag nehmen und im Markt verkaufen. Papai, hi. أهلا بابو جاي أهلا أهلا، مساء الخير. مساء موال وكنت صمت لك والله راك عاجبني تحية أخذ جيك اليوم الدعوة بالألمانية. عجبني تحية جيك والله راك ماشي عاجبني مزيان. ماشي بخير، صباح كنديرو بابو شوية. كلشي مزيان اه بعد راسهم قاس هذا احمد سيكارا مغربي ولد البلاد هذا مع احد الادمين انا معايا تاهو كيدخلوا هنا حاج المغاربه قلت هذا واش بابو واش والله ما فهمت شي حاجه هي كنتصنط بنتي لي كتهضر لي مع البوراق وكتهضر لي على كيكتب لي واحد انا كتب لي المعجزات ديال محمد قال لك المعجزات هذا معجزات كيفاش المعجزات مني والمراه بين الصلب والثراء باش من المعجزات في القران تم طاغي عليهم الصلعوم بزاف قلت لك سلام خويا احمد هو شنو ندير اخويا راه بقيت لهذا العالم مازال شتي اللي كيديروا التنوير بالعربيه كاينين بزاف راه قلت لهم راه فيكم كفايه وهذا اما هنا الالمانيه واللغات الاخرين باقيين شويه فهمتي مقلوب عليهم القفه لحقاش ما كيفهموش مساكن اللغه ولاك عارف التلقين والديهم كيعلموهم داك الشيء ما كيعرفوا والو ما كيكبحتوش كتوريه الحوته كتوريه وكيقول لك لا ما كاينش هادشي اللي راك ما فهمتيش كنقول له دير اللغه ديالي هادي العربيه راه لغتي هادي وكيفاش انا ما فهمتش عاود يا بابا فهموا هادو اللي عربوا وحداهم باقين يفهموا وحدين بالألمانية والله تجاه الله العظيم وصافي تحياتي لك يا بابا وجيت نسلم عليك شكرا صديقي شكرا 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 نهارك مبروك خويا نتمنى لك تحياتي ليلة سعيدة بالسلامة صديقي شكرا يا فريندة ich bin wieder da. Nee, ist eine Freundin, die macht auch sehr gute Arbeit. Aufklärung macht er auf Arabisch. Der kennt mich schon vor langer Zeit auf andere. Wenn ich konvertiere, nenne ich mich Mohammed Elmani. Ja. Aber Ahmed Sika, du hast verstanden, was wir gesagt haben, oder? Ja, gut gemacht, Alexa. Ja, der hat nur getrollt. Ja.
Carlo, Carlo hat aber bestimmt auch Wäsche. Carlo, komm hoch. Was machst du da? Lässt ihr mich hier allein? Jetzt keine Müslis mehr. Das sind ja die ganzen Müslis. Bruder. Kommt, verteidigt eure Mohammed. Kommt hoch, Muslime, verteidigt eure Mohammed und eure Allah. Die können sich nicht verteidigen. Hi Babu, Hey, Carlo. wie geht's dir? Ahlan. Gut, gut, gut. Ja. Ich war bis vor 20, 30, halbe Stunde war ich ja live die ganze Zeit und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Ehrlich. das ist anstrengend, ja. Nee, ich habe Pause gemacht, habe ich geduscht, habe ich mich hingelegt, dann warst du und ich habe gesagt, ja, hier muss ich an, dann bleibe ich wach lieber. Ja, ich wollte schlafen, ich habe heute den ganzen Tag geschlafen, Leute. Ich hatte einen Termin, habe ich verpasst, mein Handy ist ausgegangen, also hat nicht geklingelt, ich habe geschlafen, aber es ist gut, es war alles ruhig und so. Man braucht ja auch ab und zu mal Schlaf. Zum Glück bin ich hier selbstständig und erledige meine Sachen allein. Ja. Ja, das Problem ist, wenn man live geht, dann kommen die, wie soll ich die nennen? Das sind keine für mich, also wenn du Ex-Muslim bist, für dich sind die keine Muslime. Der nimmt aus den Hadith raus, ne, ich nehme das Hadith nicht ernst. Ich nehme Es diese gibt ein Person. Ijma', Bruder Carlo, es gibt ein Ijma', Ja. der sagt, man ankara Hadithan sahih und tabita ala Rasul, wer sagt, wer Ja. ein Hadith sahih leugnet, der 100% sicher ist, dass es von Mohammed stammt, ist ein Kafir. Also wenn du es leugnest, dann hast du schon Ja, den Islam verlassen. Es ist schon zu das spät. sage ich doch, sage ich doch. Und er findet seinen eigenen Islam raus, verstehst du? Und das komm und erklär ihm, verstehst du? Und er sagt nein. Was willst du mit solcher Leute reden? Ja, ich habe gehört, Dings hatte, die haben über dich geredet, glaube ich, bei Fehmi. Die haben dabei dich gere über dich geredet und gesagt, ja, keine Ahnung, Carlo und dies und das. Die haben so, weißt du, gelästert und gelacht und so. Die belügen sich alle gegenseitig im Gesicht. Also wenn ich jetzt Moslem bin und mit anderen Muslimen sitze, dann leugne ich doch nicht die Hadithe. Also, dann sage ich ja. Ja, das ist so eine Gruppe. Warst du dabei? Das sind so eine Ich bin Gruppe, nicht ne? reingegangen. Ich habe nur so gescrollt. Und da Ja, habe ich die ja. gehört, aber die haben mich nicht gesehen, weil ich bin nicht reingegangen im Live. Ja, nee, das Beste ist, diese Gruppe, die nennen sich alle Muslime. Und eine betete zweimal, eine betete dreimal, eine betet gar nicht. Verstehst du? Und die sagen, wir sind Muslime. Ich sage, toll. So ein Muslim will ich auch werden, ganz ehrlich. Und lehne ich die Dann Hadithe ab wäre ich und ja lehne auch Moslem. und ja, dann bin ich auch Muslim. Lehne ich die Hadithe ab und mache ich aus einem Vers, der mir nicht gefällt, andere Übersetzung daraus, verstehst du? Und ich habe gesagt, ja, so Muslim bin ich mehr Muslim als euch, ehrlich gesagt, Die wenn ich haben so denke. Angst. Ja, als ich damals den Islam verlassen habe, ich Ja. hatte auch Angst anfangen, ne? Der erste Ramadan, wo ich gegessen habe. Leute, wo ich hier nicht gefasst habe, ich habe gegessen, ich bin rausgegangen und ich erwarte, dass ich in einen Kometa mir auf den Kopf zuschlägt und dass ich vom Blitz Ich getroffen werde oder so, weißt du? Ich schlafe auf schwöre. der Straße und habe Angst und guck rechts und guck links. Jetzt passiert mir irgendwas, jetzt passiert mir irgendwas. Ach, jetzt ist Genau, passiert. so bei mir war auch ehrlich. Ja. Bobo, so bei mir ehrlich, war bei mir genauso. Habe ich einmal einen Unfall gemacht im Auto, ich habe gesagt, guck mal, das ist Bestrafung. Ich sag, oh Ja. nee, ehrlich. Auch Überleg einmal in dir, einem so Ramadan, denkt das war man. die letzte Nacht von Ramadan. Am nächsten Tag war ja Eid, ne, war der Fest, ne, im Ramadan. Und ich habe dann get was getrunken und hatte einen Unfall. Und zum Glück war das dann der letzte Tag, weil meine Vater musste mich abholen. Mein Auto war ja Schrott. Und mein Vater musste mich abholen, aber zum Glück war ja das der letzte Tag, also am nächsten Tag müssen wir ja nicht fasten. Stell dir mal vor, jetzt wäre ich mitten in Ramadan und ich hätte was getrunken, der hätte mich getötet. Glaube ich Also, weißt dir. du, das war Eid, ich habe gesagt, ja, das war Eid, sagt, ja, du machst den Eid einen Tag vor. Ich habe gesagt, das ist doch fertig, ich habe nach dem Iftar was getrunken und so, weißt du. Ja, habe ich damals auch gedacht, vielleicht ist das Allah, das, aber ja, mit der Zeit, das bleibt, das verschwindet nicht direkt, es bleibt ein bisschen, Nein, ne? nein, 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 gar nicht. Also ganz ehrlich, gar nicht. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, ja, gehe ich nach Islam. Immer noch gehe ich nach Islam, obwohl ich seit Jahren
bin ich aus dem Islam, aber islamisch trete ich immer noch, sage, das ist die, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ja kein kleines Kind, wo ich sage, ja, okay, jetzt bin ich jung noch und mache ich alles, was ich will. Nein, ach, ich bin jetzt alt. Ich habe das immer noch im Kopf und das ist, es gibt viele Sachen, die ich niemals mache Wir werde. nennen das auf Arabisch Rawasib, also das sind Ja, so die Reste, die da bleiben von der Religion. die bleiben immer. Das ist Ja, das ist schwierig, zum Beispiel, komplett einer davon. fragte mich, ja, einer hat mich gefragt, ah, jetzt bist du kein Muslim mehr, kannst du Schweinefleisch essen? Ich habe gesagt, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich sehe nicht, also ich sehe keinen Grund, dass ich das nicht esse, nee, aber das ist ja Ja. vom Kleinen aus, habe ich nie Man gegessen und ekelt würde ich sich auch davon, niemals weil essen. die ekeln Ja, uns. Die sagen dir, das ist wirklich. Schwein, Schweinerei. Ja, Ich hatte hier aber Freunde, ich habe trotzdem, hier ich Bekannte würde, Moslem. ja. Bitte, Bruder? Rede, Ja, rede. alles gut. Nein, nein, alles Nein, nur gut. deswegen Schwein, bevor du weitergehst. Ich Ja, habe einen Freund gehabt hier in Deutschland und der ist Moslem, aber der wusste, dass ich davon nicht halte, weißt du? Und wenn wir laufen irgendwo in den Laden oder so, und der zum Beispiel, der will das Essen laufen und der sieht, dass die das Schwein verkaufen, Schweinerei, ekelhaft. Und ich sage mir, wie rassistisch ist das? Was? Mein Gott, warum machst du sowas? Das hat mich immer gestört. Ja, Schweinerei, ekelhaft, was ekelhaft, ey. Keiner ist noch nie von Schweinessen gestorben. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gestorben ist, weil er Nein. Schwein gegessen hat. Aber nur die ekeln uns davon. Die sagen uns, das ist ein dreckiges Tier, das ist dies, Allah hat es gehasst, das ist voll unrein. Und diese ganzen Sachen, die uns erzählen, bleiben einfach im Kopf. Ich kenne viele Ex-Muslims, die bis heute die kein Schwein essen, gar nicht. Ich habe Ich früher auch. danach ein bisschen, Ich. jetzt keines Steak oder so, aber Wurst oder so, es gibt so polnische Wurst, die heißen Kapanossi. Das habe ich gerne gegessen früher. Schweinwurst oder so halt, ne, Salami oder was weiß ich, Bacon. Aber ich esse jetzt allgemein kein Fleisch mehr. Also jetzt esse ich gar kein Fleisch mehr, allgemein kein Fleisch, kein Fisch, kein Eier, nix, ne? Und aber früher, also es war jetzt nicht aus religiöse Gründe, aber nur meine eigene Überzeugung, andere Überzeugungen, nicht über islamisch. Aber viele Leute finden es schwer, Schweinfleisch zu essen, nachdem sie den Islam verlassen haben, ja. Ja, ich bin immer noch, ich habe immer noch kein Schweinefleisch gegessen. Überleg dir, früher habe ich nicht mal Fleisch, normales Fleisch habe ich nicht mal vom Markt gekauft. Zum Beispiel hier Aldi, Lidl, habe ich nicht mal Hähnchenfleisch oder so, habe ich nicht gekauft. Ich sage, nee, das ist für mich mit Schwein, ich darf das nicht essen. Der, ehrlich, das ist so, man bleibt immer noch, aber jetzt sage ich, ach, ist egal, ich gehe kaufen, ist mir egal. Ja, aber meinst du, Schwein ist ja in alles drin. Schwein ist in alles. Ja, man denkt, das Schwein ist in alles und Aber dieser Haribo kommt drauf und an, was weiß was man ich. isst. Also wie gesagt, es gibt auch italienische Wurst, zum Beispiel diese Salsiccia, die sind sehr lecker. Man merkt gar nicht, dass es Schwein ist. Es gibt wirklich also Produkte von Schwein, die sehr gut schmecken. Aber nur weil wir ja das nicht kennen, ne? Und du siehst Schweinfleisch und dann kochst du es vielleicht nach Dings. Ein Marokkaner, der hat nicht gesehen, Packung, der wusste nicht, dass es Schwein ist und der hat einen Tajin daraus gemacht, also eine Marmita, so eine. Ein Topf, Eintopf hat er gemacht und das schmeckt natürlich nicht, weil es zu fettig ist und so, natürlich. Aber ich esse auch keine so richtige Fleisch. Habe ich auch nie gegessen von Schwein. So jetzt ein richtiges Steak oder so hat mir auch nicht geschmeckt. Das ist ja auch nicht. Ist ja so. Ich schwöre, der hat Taji mit Schwein gegessen, der hat es immer gekauft, der wusste nie, dass es Schwein ist. Bis irgendwann irgendjemand für ihn die Packung gelesen hat. Es ist schon früher. Und der sagt ihm, das ist doch Schwein. Die haben genug, der hat seine Aber Freunde ist es, eingeladen, die haben alle Schwein gegessen. Ja. Babu, ich habe eine Frage. Dürfen die normalerweise, die Muslime zum Beispiel bei Aldi, Lidl und so weiter einkaufen? Eigentlich normalerweise nicht, weil es Natürlich wird auch nicht, allein Alkohol weil da da verkauft Alkohol und so. verkauft wird. Ja. Allein weil da Alkohol Ja. verkauft wird, dürfen sie nicht, ne? Ja. Weil Ja. Alkohol, Also ich überlegt glaube, das ihr. sind 9 Melonen, 9 sind verflucht, wer der Alkohol Ja. trägt, wer es verkauft, wer es ausschenkt, wer es in Flaschen macht, alles, wer es produziert, alle sind von Allah verflucht. Also Du kurz darfst nicht mal in gesagt, einen Laden arbeiten, du darfst nicht mal da arbeiten.
Nicht nur, du darfst Ja. nicht mal in einem Laden arbeiten, wo Alkohol getrunken wird oder verkauft wird. Darfst du nicht. Oder produziert wird Also oder kurz was gesagt, immer. ja, also kurz gesagt, wir haben nur ein paar Tausende, die richtig zum Islam gehen, ne? Und die Ja. anderen sind alle schon aus dem Islam getreten, aus Natürlich, das dieser ganze ganzen Geld hier ist Sache. haram. Das ganze Geld hier in Ja. Deutschland ist haram, ist volle Ja. Zinsen, Schweinfleisch, Geld, Alkohol, Geld, Dings, rote Viertelgeld, was noch? Alles, alles, alles. Das Ja, Geld ist hier nicht das ist sauber hier. alles, alles ist haram. Ja. Nein. Also, wenn man, ich habe ja jetzt einen Cousin, der ist Meller, sogar Meller, ne? Und der hat Ja. drei Kinder und der arbeitet nicht, der sitzt zu Hause und da kommt, der sagt, der sieht mich immer, Allah hedik, Allah hedik, komm, ich lese dir was vor, komm, ich mache dir Hijab, damit du es im Islam. Ich habe gesagt, geh mal weg. Eine Mölle, der sitzt zu Hause und frisst sich nur vom Kindergeld, nicht mal aber vom Sozialhilfe, ne? Und du sagst, ja, das ist Jizya. Ich habe gesagt, ja, siehst du, das ist Die sehen Jizya, es das nicht ist so aus, eure ja. Jizya. Ja, Die das sehen, ist weil die keine Jizya. Stimme sind. Überleg dir so einen Gedanken, Du bist Alter. bei Ich denen, sag, du bist doch der bei denen, die sind nicht bei dir. Wenn sie jetzt bei dir gelebt ja. würden, okay, das sind Ahle Dhimma und die müssen jetzt Jizya zahlen. So. Aber wenn du bei denen lebst, nein. Oh. Naja. Ja, auch kein Bankkonto, natürlich, ja. Weihnachtsgeld ist halal. Gar nicht, sowas gar nicht normalerweise. Also man darf, okay, manche Gelehrte sagen, man darf auch Fleisch, die nicht geschlachtet, also die übertreiben und die Muslime hier, also nach islamischer Gesetze dürften sie auch Fleisch, die nicht nach islamischer Tradition geschlachtet ist, dürfen sie es auch essen. Da darf man. Es steht Ja, aber auch im das ist, Koran. ich habe, Da ist ein Vers im Koran, ja, der erlaubt, aber dass man Fleisch von Ungläubigen isst. Und ich glaube, das war Tayyibat. Und das ist ja das Fleisch auch von Ungläubigen darf man essen. Aber die übertreiben immer, du weißt, ja. die wollen immer übertreiben. Also eigentlich dürfen sie. Und wenn du kein anderes Fleisch findest, darfst du sogar auch Schweinfleisch essen. Du darfst auch Blut trinken, wenn du zum Beispiel in der Wüste irgendwo kein Wasser trinkst, findest und so. Also Ja, wenn du nicht findest, daher ist es ja nicht normal. am Ende, wenn du nichts findest, dann such dir eine ohne Gläubiger, kann es ihm auch essen. Das ist aber Ja, mein Gott, ja, halal. das stimmt. Ja, Ja, das stimmt. Ja, der das Lebendige ist auch ist halal. ja ein Überleg Ungläubiger. dir, du darfst Ungläubige essen, aber du darfst kein Schweinefleisch essen. Überleg dir dieser Ja, Gedanken alleine, ja. aber das mit den Vers kann ich euch gerne suchen, Freunde, wo es erlaubt ist, auch Fleisch von Andersgläubigen zu essen. Also, das steht wirklich im Koran. Habe ich mal auf ein Fatwa gelesen Gut. und da stand es wirklich so, dass man es, ja, wenn man in Ausland ist, darf man es essen. Ja, Ja. dann bitteschön. Und Apostaten. Ja, man darf ja allerdings. Ja, aber eigentlich Christen und Juden sind ja auch laut Islam gläubig, ne? Al-Kitab. Ich kann euch gerne, warte, ich kann euch gerne den Vers suchen, Freunde, damit ihr auch wisst, worüber ich rede. Warte, Sekunde. Sekunde, Freunde. Ich suche es für euch. Ja, es steht im Koran. Also die Fatwa hat ja auch begründet mit einem Vers im Koran. Warte. Ihr wisst, wenn ich was gelesen habe oder gesehen habe, denke ich, vergiss es nicht. Ja, genau. Ja, Ibn Baz sagt: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكر الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس. وأجمع على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. Also es gibt ein Ijma, eine Einigung, dass man Fleisch von Majus, Majus sind die Feuer beten, von Nasara, Ja. Christen und Juden. Du hast es verstanden, oder? Ja. Das ist ein Ijma. Ein Ijma ist eine Einigung. Und als Ijma. Sunnit bist du Ja, gezwungen, alle. an Koran, an Sunna, an Ijma und an Qiyas zu glauben. Warte, ich sage euch hier den Vers, den sie gebraucht haben. Ja. قالوا يا رسول الله إنها هنا قوم حيث
الشركية تنبي بالأحماني لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا، قال أذكروا أنتم اسم الله وكلوا. Also hier ist ein Hadith von Bukhari. عائشة hat das erzählt. يا رسول الله إن هاهنا أقواما حديث عهدهم بالشرك يأتون بالأحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. Also es sind zu uns Leute gekommen mit Fleisch und wir wissen nicht, ob sie den Namen Allah gesagt haben, also Allahu Akbar vor dem Schlachten gesagt haben oder nicht. Und er sagte, اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. Sagt ihr Allahu Akbar und isst. Ne? Warte, okay. Ich sag euch schon wieder. Ich sag euch jetzt den Vers. Den Vers. Warte. Was steht da? أحللنا لكم الطيبات و سمعت. Also nur nicht die Ungläubigen, die Leute, die zum Beispiel wie Atheisten und so, nein, das ist die Leute, die die Religionen und die Götter komplett ablehnen, nein, das darf ich nicht. Ja, hier ist Surat al-Ma'idah. Surat al-Ma'idah, Vers 5. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Habt ihr gehört, Leute? Warte, ich sag euch genau den Vers auf Deutsch. Warte. Warte, ich sag euch den Vers auf Deutsch. Also Sure 5, Vers 5. Ich habe euch gesagt, die übertreiben hier nur mit ihren überislamischen Gesetzen. Ja, hier. Sure 5, genau. Vers 5, genau. Heute sind euch die guten Dinge erlaubt und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt und eure Speise ist ihnen erlaubt. Und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen denjenigen, denen von euch die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt als ehrbare Ehemänner. Also hier das. Aber hat ihr gehört, heute sind euch die guten Dinge erlaubt und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt und eure Speise ist es ihnen erlaubt. Also, was ist jetzt, Leute? Warum haben wir hier überall Halal-Metzgerei in Deutschland? Das ist nur Geldmacherei, ich habe euch gesagt. Die Frauen auch, Ahmed Sika, ja. Also, ich habe euch gesagt, ich bin mir sicher, ich sage nicht Sachen, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich es nicht. Also, außer jetzt von Ungläubigen, Leute, die Religionen komplett ablehnen und so, also von Christen, Juden und Majus, die Feuer beten, ist deren Fleisch erlaubt. Auch wenn sie nicht Allahu Akbar sagen beim Schlachten, ihr dürft das essen. Und im Koran steht das auch. Also die ganzen Leute, also die Geschäfte haben von Halal, das ist nur Geldmacherei und Verarsche. Ich habe einmal gesehen, einen Friseur, der steht bei ihm Halal. Ich habe gesagt, Friseur Halal, wollt ihr mich verarschen? Die übertreiben mit ihrem Halal. Ich schwör's dir, einer in Spanien, der hat gesehen, dass überall, wo Halal steht, die Leute dorthin gehen, die hat einen Friseurladen und der hat einfach geschrieben, Halal, damit die Leute ihre Haare bei ihm schneiden. Keine Ahnung, ob da. Keine Ahnung. Ja, man darf alles essen hier, Fleisch. Ich schwör's euch, das wissen nun die Muslime nicht. Und warum? Ey, und habt ihr gemerkt, das ist das gleiche Fleisch. Das gleiche Fleisch bei den Halal-Läden, genau wie bei Penny, Rewe oder das so. Gleiche Fleisch. Ja, Bruder? Ja. Nein, Babo, ich hatte einen Supermarkt und das ist das gleiche Fleisch. Das ist das gleiche Fleisch, was ich kaufe, verkaufe ich in meinem Supermarkt. Ja, natürlich, das und ist das Gleiche. Die Muslime kamen zu mir und die haben da gekauft, weil die dachten, ey, ich glaube, das ist der gleiche Markt, jeder geht dahin. Jeder geht dahin. Ich das kann doch nicht Großmarkt sein, ging, dass das verschiedene, ja. Das kann nicht sein, dass das verschiedene Dings, die können ja auch nicht bei jedem Allahu Akbar sagen, also die produzieren, das ist Massenproduktion. Und man merkt, dass die, ich habe einmal gemerkt, bei Hähnchen, die sind genauso geschnitten wie bei Rewe. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die alle gleich schneiden, ne? Genauso gleich, die gleiche Qualität. Die kommen aus dem gleichen Laden, der stempelt nur drauf Halal und fertig. Und dann musst du mehr zahlen bei den Halal-Läden als in einem Supermarkt. Das ist nur Geld machen.
diese Leute waren schlau zu sagen, ja, Fleisch, die nicht geschlachtet wurde nach islamischer Dings, ist verboten. Und es gibt ein Ijma, eine Einigung. Das heißt, alle islamische Gelehrte sind sich einig, dass man Fleisch essen darf, die nicht nach islamischer Art geschlachtet wurde. Ja, siehst du. Das ist auf Nase, Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Supermarkt, kannst du nicht wissen, ob es Christen oder ja, wir sind ja in einem christlichen Land, ich bitte dich. Also man darf es essen, man darf hier Fleisch essen, die übertreiben nur die Muslime. Steht auf den Schlachtmaschinen nur Bismillah Allah Akbar. Die sind dumm, die sind einfach zu verarschen. Die werden einfach. Ja. Du gehst in eine Maschine, warte, du gehst in eine Maschine, die die Kopf schneidet von Hühnern, ne? Und da sagst du nur einmal Allahu Akbar und die sind alle halal. Jesaja. Jesaja, ja, ja. Mit Hamdia, wenn wir ein Thema festmachen, ne? Damit er nicht springt von Thema zu Thema, wir machen ein Thema. Irgendein Thema, ein problematisches Thema, und wir können gerne da debattieren, sehr gerne. Aber der wird Nein sagen. Haben viele versucht vorher, hat auch diese Debatten-TV, hat versucht bei Hamdi, bei Liebe zum Hadid, der hat versucht bei alle. Die wollten mich nicht debattieren. Die machen das nicht. Das ist für sie Selbstmord. Also, die machen es nie. Selbstmord. Du bist kein Christ. Die können dich nicht eingreifen. Mit was? Genau, genau, genau. Mit was? Mit was? Was sollen die dich eingreifen? Die werden dir sagen, ja, jetzt kannst du deine Mutter, deine Schwester heiraten und du kannst Schweinefleisch essen. Das ist der Einzige, was du dich eingreifen. Sagen, und ich habe gesagt, er behindert. Und er kann auch seine Oma heiraten. Das steht nicht von Oma. Es steht nicht verboten, mit deiner Oma zu schlafen im Koran. Steht nur Mutter, Schwester, Kinder. Aber steht nicht Oma. Er kann mit seiner Oma. Was hält ihn davon ab, mit seiner Oma zu schlafen? Das werde ich ihm sagen. Außerdem, Schäferi hat es erlaubt, mit deiner Mutter zu schlafen. Wenn dein Vater tot ist, der älteste Sohn darf mit seiner Mutter schlafen. Ja, weil, damit sie nicht halt jetzt Sina macht, damit sie nicht mit einem anderen macht, ihre älteste Sohn soll sie befriedigen. Und Ibn al-Taymin hat ist sogar weit gegangen, hat gesagt, ja, du machst ein Tuch einfach um deinen Ding und stehst mit deiner Mutter. Als würde dieses Tuch irgendwas, keine Ahnung, also krank. Also Schäferi und Ibn al-Taymin, ja, ein Tuch um deinen Ding, ne? Und dann kannst du mit deiner Mutter schlafen, hat Ibn al-Taymin gesagt. Und Schäferi hat das auch erlaubt. Ja. Krank. Ich war krank. Na, wenn man genug Wissen hat, da können sie auch mit diesen Argumenten nicht durchkommen. Schweinefleisch, Fleisch essen, ich bin vegan. Ich bin gegen nie, ich esse gar keine tierischen Produkte. Von daher, weißt du, ich bin allgemein gegen Tierquälerei oder gegen ein Tier zu töten oder zu ausbeutern. Da bin ich komplett dagegen, aus prinzipiell, nicht aus religiösen Gründen. Ich war bei Abu Bakr, ja, war ich noch eine bei, wie heißt er nochmal? Eine Frage. Die haben mich gefragt, was bist du? Ich habe gesagt, Ex-Muslim, raus mit dir, sofort. Raus mit dir. Ich war bei denen zweimal, die wollten mich nicht debattieren, die haben mich runtergeschickt und haben mich einfach gestummt. Und die meinen, ich wollte nicht hoch und die haben mich gestummt. Ich konnte nicht schreiben, ich konnte nichts machen. Und die sagen, ja, seht ihr, der ist abgehauen. Und ich war da. Und bevor die mich gestummt haben, ich sagte, was habt ihr, ihr Angsthasen? Holt mich hoch. Ihr sollt mich doch zurückbringen zum Islam. Ihr bekommt doch Belohnung von Allah. Wollt ihr keine Ajr haben? Weißt du, ich habe sie noch provoziert. Die wollten mich trotzdem nicht. Jesaja, versuch ihn zu überreden. Wenn er sagt, okay, bin ich gerne bereit, hier vor wie viel, 37 Leute, vor alle Leute sage ich bin bereit. Wir wählen ein, zwei Thema, ein Thema reicht schon. Und dann machen wir auf einem neutralen Boden, machen wir diese Timer, ne, diese Timer, jeder bekommt seine 5 Minuten Zeit. Ich gebe meine Argumente, der gibt seine Argumente, der stummt mich nicht, ich stumme ihm nicht, der unterbricht mich nicht, ich unterbreche ihn nicht. Das ist mein einziger Dings. Ist, dass wir es in einem neutralen Live machen, damit er mich nicht stummt und damit jeder seine Zeit bekommt zu reden. Mit Timer, da kann er auch nicht reden und wenn er redet, kann ich nicht reden. Ja. Die gehen niemals drauf ein. Niemals. Ja, ich war einmal bei denen, wir haben über Kinder eher geredet und die sagten mir, nein, hier, ich lese dir den Tafsir. Das war aber kein Tafsir, das war aus einer Seite, einem Forum,
Welcher normale Mensch holt sich Argumente aus einem Forum? Das sind irgendwelche Leute, die auf diesem Forum geschrieben haben, ihre eigene Meinung. Nee, hol mir irgendeinen richtigen Gelehrter. Ja. Der wollte mir nicht, der hat mir den Tafsir von einem Hadith gelesen und nicht den Tafsir von der Vers, den ich gesagt habe. Das ist doch nicht der Tafsir. Ich kenne die Tafsir auswendig von denen alle. Verstehst du? Als er angefangen hat zu lesen, habe ich gesagt, nein, das ist nicht der Tafsir. Und dann hat er angefangen zu schreien, dann hat Hamdi angefangen zu schreien, nein, das ist ein Hundesohn, Ibn Kalb, Schatschem, mach ihn verrückt, mach seine Mutter verrückt. Die haben angefangen zu beleidigen und mich runtergeschickt. Also ich hatte nicht mal eine Minute Zeit. Ja, Jesaja, kannst du versuchen. Ich bin dabei, aber sag mir bitte Bescheid einen Tag vorher wenigstens, ja, damit ich auch meine Zeit plane. Oder 2 Tage vorher. Ja. Ja, die können nur lügen, manipulieren und auch beim. Der hat bei der Übersetzung vom Arabisch auf Deutsch, der hat es auf Arabisch gelesen und was anderes auf Deutsch übersetzt. Und Ja, ich habe das es ist eine gemerkt. Übersetzung. Der übersetzt selber, ja, der Und der hat es übersetzt gelogen, ich selber. habe es gemerkt. Was erzählst du da für ein Scheiß? Genau, Jesaja, ja. Es gibt genug darüber zu reden, ja. Er kann sich aussuchen, was er will. Menschenrechte, Sklaverei, Dschihad, Kinderehe. Ja, es gibt genug da zu besprechen. Dann kommen die bei uns, sagen die, ihr macht Hetzerei. Ich sage, ja, dann holt einen Gelehrter Aber oder ich holt glaube nicht, dass, weißt jemanden. du, Die ja, Fragen, wir Franz. stellen die Fragen. Ja, wir stellen die Fragen, soll er uns sagen? Soll er einfach sagen, was ist aus dieser Hadith, was ist aus dieser Vers? Soll er uns sagen? Kommt keiner. Der Hansi, der ist bescheuert. Der macht das nicht. Das ist für ihn, als würde er sich selbst ins Bein schießen. Der weiß, der kann mich nicht manipulieren und der weiß, er kann nicht lügen. Wenn ich da bin, kann er nicht, weil ich werde ihn ja einfach blamieren. Es ist nicht normal. Die versuchen weiter zu verarschen, weiter zu lügen, alles zu verdrehen, damit es irgendwie passt. Ich meine, die sind nicht mal ehrlich mit sich selbst. Die sind nicht mal mit sich selbst ehrlich. Babo, kannst du Ja. mir ein Vers, das übersetzen? Also nicht übersetzen, was das bedeutet. Vers Sura 58, Vers 12. Wer mit Prophet redet, muss Sadaqa geben. Die Sadaqa an wem? Ja, an wem aber die Sadaqa? An Prophet? Ja, wenn du mit ihm Ja. reden willst, dann sollst du ja. Ja. Und auch wenn du bei ihm zu Hause kommst, isst und guckt nicht und dies, ja, kennst du auch den anderen Vers? Ja. Guckt Die nicht. sagen nein, an Sadaka ein anderes. Ich habe gesagt, nein, an Prophet und nicht an andere. Natürlich ein Sadaka Prophet, hat man sowieso gegeben damals, die Sadaka. in Warum? najaytum Ja. ar-rasul kenne ich ja etu bayna ana wa aydikum sadaqat kommt mit sadaqat zum Prophet. Ja, ich Und kenne ihn Sarah Bernd. Ich kenne Fermi, der kam immer zu mir, bevor er überhaupt live gehen konnte. Na, da hat er damals nur weniger Follower. Sie hat sich die meisten Follower hier bei mir geholt, die Muslime. Aber ja, das ist alles heuchlerisch. Ich habe ihn nie ernst genommen. Ich habe ihm auch gesagt, was ich denke. Nein, Habe ich ihm immer, ich habe ihm ich immer hoffe. Hadith rausgeholt. Dann wollte er diesen Hadith nicht haben. Dann wollte er diesen Hadith. Und ich saß nicht mehr. Für mich war das einfach, macht keinen Sinn. Ne? Mit ihm kannst du nicht debattieren oder sonst was kannst du nicht. Also der. Ich war ja seit 3 Stunden war ich ja mit ihm und da ist nur abgehauen. Der kommt jetzt manchmal hier bei mir, der Nö. kommt rein, aber der kommt nicht hoch. Nö. Nee. Ja, genau, Zuschauer, genau, die bekommen ihr Ansehen, dieser Respekt und diese. Ah, die sind Heuchler alle und hinterhältig und verarschen sich alle gegenseitig, ne? Munafiqun sind, das sind Munafiqun. Das ist einfach richtig Dings. Sagen ihm, oh, Barakallahu fik. Die wissen, dass er lügt. Die wissen, dass er lügt und sagt ihm, ja, Subhanallah und so. Man merkt schon in ihren Augen, dass sie da sich gegenseitig lügen, quasi. Gute Nacht, Jesaja, gute Nacht, Bruder. Gute Nacht, Lehrer. Ja. Also genau. Ja, aber der bekommt davon Geld, ja. Es ist meistens so. Der hat aber wenig Ahnung. Der hat wenig Ahnung. Über Islam hat er wenig. Und diese ganzen Angriffe, die sie auf Christen machen, sind ja auch von irgendwelchen Forum rausgeholt. Ach so, ja, der macht mit dem Forum, der Forum heißt Ar-Radd ala Shubuhat Hamir al-Kanisa. Also Antwort auf die Behauptungen vom Kirchenesel. Also die Kirchenesel.
Das ist die Seite von wo er mir die Antworten holt. Ich habe mir gedacht, willst du mich verarschen? Ist das jetzt eine authentische Quelle? Ja, die ist wirklich vom Forum. Wirklich. Rad ala shubuhat Hamir al-Kanisa. So heißt doch diese Forum. Und ich sage ihm Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Qurtubi, sag ihm Jalalain, Tabari, al-Baghawi. Ich rede mit richtigen Gelehrten, der sagt mir das von Rad ala shubuhat Hamir al-Kanisa. Lernt mal Deutsch, bevor. Es reicht, dass ich Arabisch kenne. Das reicht, dass ich, dass Arabisch meine Muttersprache ist. Da bin ich richtig mächtig und das reicht schon erstmal. Für Deutsch Genau, habe ich Zeit zu das finde lernen. ich auch. Und außerdem, Genau. ich finde, ich kann es sehr gut erklären. Die Leute verstehen mich. Ich finde, ich glaube nicht, dass ich ein Problem habe. Und wenn ich ein Problem haben sollte, kann ich ja einfach das Wort auf Deutsch übersetzen, gucken, was das heißt auf Deutsch und dann sage ich es. Ich habe da keine Schwierigkeiten, keine Sorge. Ich mache Aufklärung auf mehrere Sprachen. Also rede erstmal so viele Sprachen wie ich und dann komm hier und rede. Das ist jetzt keine Beleidigung, für das funktioniert nicht bei mir. Das juckt mich nicht. Also Leute, man kann mich nicht so einfach provozieren. Also Baba, meine Muttersprache ist Arabisch. Kurdisch kenne ich dazu. Türkisch kenne ich dazu. Also das reicht mir. Also wenn ein Türke kommt, da kann ich genauso sprechen mit ihm wie mein Deutsch. Und Kurdisch, genau meine Muttersprache wie die Arabisch. Und nur Arabisch habe ich ja, ich war ja selber aus Mosul, ne? Und da habe ich ja, in Schule habe ich ja gelesen und geschrieben, ne? Also wir sprechen auch zu Hause Arabisch. Also wenn mein Deutsch Katastrophe ist, ist mir egal. Hauptsache, dass ich Koran besser als diejenigen, die hier auf Shisha-Muslims, kann ich ja besser lesen als die, ganz ehrlich. Die Und das ist sprechen außerdem, mir, also deren Deutsch ist dieses Straßendeutsch, ne? Diese genau. Straßen-Dings. Ich war ja noch nie in eine Schule, um Deutsch zu lernen. Ich bin keine Flüchtling Ich auch gewesen. nicht. Ich bin hier legal gekommen und daher habe ich keine Hilfe bekommen, um die Sprache zu lernen. Ich hatte keine deutsche Kurs, sonst was, keine Integrationskurse, nichts. Das, was ich kenne, diese Deutsch, den ich mit euch spreche, habe ich nur im Internet ge gelernt oder einfach so, weil ich mit Leuten rede und schreibe. Und so habe ich gelernt. Und ich kann 7 Sprachen. Lern erstmal so viele Sprachen wie ich. Ja, dann komm hoch. Wenn du Amir zum Weinen gebracht hast, dann komm hoch. Ich wusste nicht, dass du ihn zum Weinen gebracht hast, ehrlich gesagt. Ich war die ganze Zeit, habe ich ihn angehört, ne? Ich glaube, und was ich gesehen habe, hat euch alle fertig gemacht, Der ehrlich. sieht, der hört, dass du hast nur über den, über, du hast über einen Vers geredet, wo es gesagt hat, ist Sadaka und ich habe dir direkt den Vers rezitiert, oder nicht? Leute, ich kannte den ganzen Koran auswendig. Ich habe das studiert. Spiele nicht mit mir diese Spiele. Deswegen wollen sie mich ja auch nicht debattieren. Der nimmt mir einen Vers und ich rezitiere es ja auswendig aus meinem Kopf. Mudi, Oma, es gibt vieles, es gibt's auch, ich sag ja nicht, ich bin Gelehrter, hier Gelehrter, und deswegen habe ich ihm, ich hab mit von vielen Gelehrten in YouTube, und die haben das die gleiche Meinung. Deswegen habe ich auch Babu gefragt, er hat auch bestätigt, also Das war ja so, ist weil die wirklich haben so, ihn gestört, Bruder. Die haben Mohammed gestört. Die Leute kamen für jede Kleinigkeit zu Mohammed und haben ihn gefragt, ja, die wollten irgendwas wissen. Und deswegen kam dieser Vers. Wenn ihr zu ihm kommt, dann bringt ein bisschen eure Hände eine Sadaka. Ja, Al-Alohu-Träger. Ja, ich musste ja den Koran lernen, wie ich habe euch oft gesagt. Wir müssen rezitieren in der Schule, haben Schläge dafür bekommen, wenn wir Fehler gemacht haben. Du dürfst nicht mal einen Buchstabe falsch sagen oder einen. Ja. Also ich kenne jetzt nicht mehr den ganzen, aber mittlerweile viel davon kenne ich noch. Weißt du, wenn ich jetzt höre jemanden, der über einen Vers redet, weiß ich genau direkt, über welche Vers der redet. Ja. Ich hab keinen Koran mehr gelesen seit 13 Jahren, keinen Islambücher. Ich habe nichts hier vom Islam zu Hause, gar nicht. Alles, was ich sage, ist von meinem Kopf, Leute. Alles, was ich sage, ist von meinem Kopf. Ich habe keine Bücher, ich habe keinen Koran mehr angefasst, 13 Jahre noch nie mehr gelesen oder irgendwelche Hadithe. Alles habe ich. Vorhin hatte mich auch einer hier über einen Hadith gefragt, über die Verhütung. Da wusste ich direkt, habe ich ihm gesagt, in welchem Krieg das war und wie es passiert ist. Habe ihm auch den Hadith gesagt auf Arabisch, aber von meinem Kopf. Ich habe noch alles da.
Ahmed, ja, leider, ich hab oft Schläge bekommen vom Schüler und das war nicht mit Holzstock, sondern mit Aluminium. Mein Lehrer hat sie in Aluminium gehabt. Ich musste meine Hand nicht sogar auf meinen Knochen. Sie hat auf meinen Knochen geschlagen. Irgendwann hat mich mein Vater abgeholt. Ich musste zum Krankenhaus. Überleg dir. Überleg dir. In den Krankenhaus muss ich. Ja, die wissen das alles nicht. Keiner glaubt das ehrlich, aber ich habe das erlebt. Das ist in 90er in Irak, habe ich das wirklich erlebt. Ja, Zuschauer, würden Sie nur Physik und ja und Chemie und solche Sachen lernen, ja, da wären Sie schon längst. Ja, und du lernst, stell dir mal vor, du bist ein Kind und du musst den Koran auswendig lernen und du weißt nicht mal, was das bedeutet. Also mit 6 habe ich angefangen und da wusste ich nicht mal, was diese Wörter be bedeuten. Viele Wörter habe ich, also du musst es in das auswendig lernen, was du ja nicht mal verstehst. Das ist richtig bescheuert, das ist eine Herausforderung. Als würde ich jetzt einen Text auf Chinesisch lesen, obwohl ich auswendig lernen, obwohl ich die Bedeutung nicht kenne. Einen Text auswendig zu lernen oder die Bedeutung zu kennen. Wir müssen es quasi singen, um es ja irgendwie lernen zu können. Wir müssen wirklich singen. Ahmed Islam, guck mal, ich habe das erlebt in der Schule vor 90er. Da war ich noch 6, 7, nee, dann kam 90er und da gab es Krieg Ja, wieder. und weil, ja, als es Krieg gab, nee, dann musste niemanden, also die Kinder mit, wirklich, musste niemanden mit Kindern zum Beispiel mit Stock schlagen oder so, dass er mir betet oder so, weil wir waren ja beschäftigt, echt beschäftigt mit dem Krieg und so weiter. Und du weißt selber die Geschichte vom Irak seit eigentlich immer Krieg, ne? Und dann bis 97, 98 bin ich von da abgehauen. Da konnte ich nicht mehr. Krank, ja. KH-Art, lass Rosi in Ruhe. Außerdem, es heißt Jahila. Eine Frau Jahila, ein Mann Jahil. Geh erst mal lernen. Für eine Frau sagst du Jahila, einem Mann Jahil. Ich schreibe Jahil. Ja. Oder Käfir. Ja, weil letztens einer auch sagte, ja, Aisha radiallahu anhu. Ich sage, ich habe radiallahu anha, nicht anho. Das ist eine Frau, radiallahu anha, nicht anho. Ja, Kafir, ja, nicht Kuffar. Ja. Diese Fehler, ich lache immer. Letztens auch einer, der liest mir den Koran, ich sage ihm, nein, nicht so. Und ich sage ihm, wie man das sagen soll, und er sagt es wieder falsch. Weil das ist bei mir so geblieben, weißt du, von der Zeit, wo wir Madrasa gelernt haben. Du darfst ja da nichts falsch sagen im Koran. Du musst es genau so lesen, wie es geschrieben Ja, ist. Du das ist musst, genau, ja, Babu, wenn Babu, Allahu, musst du Allahu sagen und nicht Allaha. genau, Babu, einmal war ich live, eine war eine, so, da konnte er nicht Arabisch und der andere konnte wirklich gut Arabisch und beide waren Muslim und der eine, der nicht gut Arabisch hat, Abu Bakr, Abu Ba'ar genannt, ne? Dann habe ich Abu Ba'ar, musste ich lachen, habe ich auch gesagt, Abu Ba'ar. Und der Arabisch konnte, hat er mich beleidigt, weil ich das gesagt habe. Ich sagte, du Penner, er hat doch gesagt, nicht ich, Abu Ba'ar. Ja, Du weißt, was Abu Ba'ar ist. Bar, das sagen die Araber, Bar, also Mist bedeutet, du findest ein Kamel. Die haben so gemacht, die sind gelaufen in der Wüste und wenn sie Mist gesehen haben von Kamel, das hat bedeutet, dass eine Karawane hier war. So haben sie die Karawane gefunden. Also das sind Leute, die nach Mist gesucht haben. Also. Leute, jetzt hast du es gelernt, KHA, sehr gut. Jetzt hast du es, kannst du damit angeben bei deinen muslimischen Freunden? Kannst du damit angeben, dass du Jahila gelernt hast? Ja. Wahnsinnig, Freunde. Macht mich noch verrückt. Ach so. Wer ist Christ? KHA. Ach so, ich dachte, er wäre Moslem. Nein. Raumschiffe in der Wüste. Die haben nicht mal Toilette ge gebaut, Mann. Die haben nicht mal Toiletten gebaut. Sonst hätten wir heute kein Hijab. Die haben keine. Wie willst du Häuser bauen,
Die hatten auch keine Häuser. Dieser Haus von Aisha, wo die ganzen Dings, Gräber und so, ja, von wegen. Das stimmt nicht. Diese Leute hatten keine Häuser, die hatten nur Zelte. Sogar Allah sieht, Zählt er nur, immer nur. ja, die haben nur in Dings, in Zelte gelebt. Wenn sogar Allah dir sagt, Maqsurat und Fil-Khiyam, dass du in dem Paradies Huris hast, die in Zelten auf dich warten. Ja. Sogar im Paradies, sogar die haben sich nicht mal Dings, die haben sich nicht mal denken können, oder die hatten nicht mal genügend Fantasie zu denken, dass in Paradies Häuser gibt. Diese Leute kannten keine Häuser. Die kannten keine Häuser, die wissen nicht, was ein Haus ist. Die haben nichts gebaut. Wenn es in Paradies keine Häuser gibt, warum sollen die damals Häuser gewusst? Warum sollten die damals Häuser haben? Die sagen die, es gibt nur Zelte im Paradies. Sogar im Paradies gibt es Zelte. Und eine Schatten von eine Palme. Und eine Quelle Wasser. Das zeigt, wie diese Menschen damals gelebt haben und wie ihre Wünsche waren. Die haben sich nur Schatten gewünscht, die armen Leute. Ja, einfach ein Zelt. Eine Huri, die auf in ein Zelt wartet. Hurun Ja, das steht im Koran, Bruder. Die hatten keine Häuser. Ey, wenn der König von Saudi-Arabien in 1940er, 50er, 1950 noch in Zelt gelebt hat, und der hat sich bewegt die ganze Zeit als Nomade und in Zelt gelebt, bevor Amerika kam und denen alles gebaut hat und den Öl rausgeholt hat. Guckt euch mal bitte Wirklich, das Bilder, ist wirklich, ehrlich. ja, natürlich, Das ich ist habe wirklich gesehen eine so. Reportage, als der Ja. kam, um mit dem Präsident von Ja. Amerika damals zu treffen. Der kam mit Ja. seinen Zelten auf Kamele und so. Der hat als Nomade gelebt, der König. Die hatten keine Häuser. In 1950 hatte der König von Saudi-Arabien kein Haus. Warum soll Mohammed vor 1400 Jahren ein Haus haben in der Wüste? Womit sollen sie diese Häuser bauen? Um ein Haus zu bauen, brauchst du Steine, brauchst du Zement. Guck mal die Römer. Die haben Zement erfunden, und danach ist dieses Wissen verloren gegangen, und es hat tausende von Jahren gedauert, bis wir wieder Zement erfunden haben. Also ich meine, es gab keine Häuser. Die kannten kein Zement, die kannten nichts, die wussten nicht mal, wie man ein Haus baut. Die haben Zelte gebaut, danach haben sie sich bewegt, die haben einen anderen Dorf angegriffen, da haben sie wieder da Zelte gebaut und so. Die haben wie Nomaden gelebt. Expansion, nein, ja, kenne ich den Vers. Das bedeutet aber nicht, in den Tafsir hast du diese Musi'un, bedeutet nicht Expansion, das bedeutet Musi'una fil Khalq. Dass wir weiteres erschaffen werden, also andere Tiere und so, das hat nichts mehr. Sondern wenn man den Tafsir liest, wie bei Jahila, Ahmed Sika, also, ja, inna khalaqna, wa inna musi'un, das bedeutet, Musi'un bedeutet, wir erweitern die Schöpfung, dass wir was anderes schöpfen werden. Das bedeutet nicht, dass wir die Universum erweitern, da steht nichts von Universum. In den Tafsir, also haben Das die ist am Leute, Ort. ja, haben die Freunde von Mohammed die Universum-Expansion gewusst? Nein, haben sie nicht gewusst. Also warum soll er denn das sowas sagen? Wir müssen gucken, was haben die Leute damals verstanden? Und was haben die Mufassirins gesagt? Der Mufassir Lampen. sagt ja, Expansion in Schöpfung, dass der was, nicht Expansion, erweitern, Musi'un, wir werden weitere andere Sachen schöpfen, wie Tiere, wie dies, wie das. Also nichts von Expansion, der. Das ist, man sollte man wirklich den Tafsir da lesen. Ja. Nein, 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 nichts vom Universum. Ja, steht nicht. Oder Was diese für Überwesung, die Kullun fi Falakin Samawat, yasbahun, sagte er. ja, die Sterne, ne, Ja. die Sterne im Himmel, die sagen, das waren eine Lampen, Musbah, Lampen, Ja, also das steht ja auch in Surat Ar-Rahman, glaube ich. Steht ja. auch. والأشجار والنجوم فبأي آلاء ربكما تكذبان والشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء الأشجار والنجوم النجوم دي زونة ist doch ein Stern. Der sagt dir, wir haben die Sterne und Bäume erschaffen, und danach sagt er dir, ja, und die Sonne und den Mond. Aber die Sonne ist doch ein Stern. Der weiß nicht mal den Unterschied. Der weiß nicht mal, dass die Sonne auch ein Stern ist wie alle anderen Sterne. Die ist nur uns zu nah. Der denkt, dass die Sonne was anderes ist, nicht Sterne. Das macht er oft. Ja, das mit den Sternen und so können sie nicht. Ja. Und die Leute damals kannten ja schon ein paar Planeten, aber es gibt ja sogar einen Planeten, die dachten, das wäre ein Stern. Nejm. Ja, und das Beste auch, das Beste,
Sagt im Koran, wir haben die Erde und Wasser und Bäume in 4 Tagen und Samawat in 2 Tagen Ja, das ganze Universum erschaffen. in 2 Tagen. Der weiß nicht, dass es andere Planeten gibt, die Das genauso wie die Erde aussehen. Noch größer. ganze Universum in 2 Tagen, aber die Erde brauchte 4 Tage davor, ohne Menschen, ne? Das war nur die Erde, ohne Menschen, Ja, ohne ja, ja. nichts, ne? Ah, die In vier Schöpfung. Tagen die Erde, ja, eigentlich Ja. erfunden 4 Tage und Universum ist in 2 Tagen. Wie geht Ja. das? Wie geht das? Die wussten nicht, Das dass ist es ja. andere Planeten gehen. Es gibt Ja. Planeten, die 100% wie unser Planet aussehen. 100%. Ich glaube, einer heißt Kepler oder Kepler 2, was weiß ich, 220b. Der sieht genauso wie unsere Erde. Die glauben sogar, dass es wahrscheinlich Leben drauf gibt, ne? Also Planet. Der ist genauso, hat Steine, Wasser und alles. Genauso wie unsere Ozeane und so. Warum soll er dafür weniger Zeit brauchen als unsere kleine Erde? Erde ist ja eine Der kleine ist, Sandkörner. ja. Ja, ist nix. Ist ein Sand. Das ist ein Geist, das ist ein nix. Das ist ein Punkt, nicht mal ein Punkt in unserem Universum. Und der hat dafür ja 2 Tage gebraucht, ja. Und dann saß er auf seinem Thron, weil er müde war. So sitzt er sich auf einen Thron, ne? Das ist bescheuert. Der trägt einen Seidenkleid, grüne Seidenkleid und eine Krone, Goldkrone und Goldsandalen und hat 2 rechte Hände und bescheuert. Das ist schon bescheuert. Und acht Engel Tragen yahmalun al seinen Arsch. Thron, ja. Ja, überleg dir, Weil, ein weil, Engel weil, wäre weil, eine. weil es gibt Nein, Gravitation in dem Babu, Universum, gibt gar nicht. überleg dir, wenn einer aus dieser Engel muss niesen, ne? Er fällt doch Gott runter auf Ja. uns, oder nicht? Ja, Überleg dir. eine mit einem Kopf von Tieren, jede mit einem Kopf von Tieren. Ich hab's schon mal. Da ist schon richtig, richtig viel darüber zu lesen. Außerdem, warum sollen sie es tragen? Es gibt keine Gravitation im Universum. Warum müssen sie ihn tragen? Der kann nur einfach so fliegen. Oder schweben, nicht fliegen. Der kann einfach schweben, seinen Thron. Warum braucht er Engels, die es tragen? Weil es zu schwer ist, aber es gibt keine Gravitation in dem Universum. Da merkt man schon, das ist eine Geschichte für Kinder. Tausend und ein Nacht. Ja, aber wirklich tausend. Allmächtig, wozu braucht er überhaupt Engels? Ja. Munafiq, Munafiqa, nicht Munafiq, Munafiqa. Wieder gleiche Fehler. Oder Kaha'at, Munafiqa. Schreibe. Arabische Kurz. Okay, ja, ich mache euch. Ja, der hat alles geschrieben, 50.000 Jahre bevor wir geboren werden. Ja, und dann trotzdem gibt es Widersprüche im Koran. Genau, Kaha'at, genauso. Trotzdem gibt es Widersprüche. Die sagt einmal für Zainab, heirate Zaid. Und danach kommt und sagt er, nein, du musst dich vor ihm trennen, heirate Mohammed. Also allein Zainab der hat für Zainab zweimal einen Vers geschickt. Ne? Zweimal hat er einen Vers herabgesandt. Ne? Der arme Gabriel. Der arme Jibril, wenn es um Geschlechtsverkehr geht, der muss schnell hoch und runter, der arme, der war bestimmt erschöpft. Der war erschöpft nur von den Geschlechtsverkehr-Versen. Ja. Also, stell dir mal vor, die sagt, Zeynep heirate erstmal. Seid, viele Leute sagen, der dachte, sie wird ihm, weil sie war 8, ich glaube, sie war 8, als sie Seid heiratete, oder 9 oder so, ja. Und manche sagen, Mohammed wollte sie nur irgendwie sicher verwahren, ne, dass sie bei Zaid so sicher ist, ne, bis sie ein bisschen älter wird, damit er sie heiratet, damit die Leute ihn nicht kritisieren. Manche sagen so. Aber ich glaube, der hatte sie ja nicht gesehen, weil, naja, danach sagte er, ja, Muqallib al-Qulub, thabbit qalbi ala al-Iman, als er sie sah. Genau. Ja, unlogisch. Abrogation, ja, wieso ändert Allah seine Meinung? Genau. Oder das Al-Ana wo er sagt, die Leute 20 werden 200 besiegen und 100 werden 1000 besiegen. Und danach kommt und sagt er, okay, jetzt habe ich verstanden oder jetzt habe ich gewonnen Nein, oder jetzt ist es habe ich mir bewusst. verstanden. Ja, Ja, genau. Ja, jetzt hat Allah gewusst. welcher? Ja. Ja, hat er vorhin nicht gewusst, dass es nicht machbar Hat ist. er 1 vorher zu nicht 10. gewusst. Danach sagt er, wenn ihr 100 seid, könnt ihr 200 besiegen. Auf einmal kann einer nur 2 besiegen. Vorhin hieß das, einer kann 10 besiegen. Der hat sie einfach zum Schlacht geschickt.
Ja, halal, ja. Oder ein Vers, da steht am Rubun, am Chumsun, am Sutsun. Da weiß gar nicht, was. Dings, ja, Ahl al-Kahf. Diese Ahl al-Kahf yaquluna sadisuhum kalbuhum. Kalbuhum, das eine Hund da bei denen Ja, ist. Ja. genau. Hallo, die Geschichte ist bekannt, das sind die Kinder von Ephesus. Und die waren, Ja. glaube ich, sieben. Das ist bekannt, die sind auch mit Namen bekannt, die Leute. Das ist eine alte Geschichte von einem christlichen Priester, der ist abgehauen mit seinen sieben Schülern. Die haben ihn versteckt von den römischen Herrschern in einem Berg. Und als sie rauskamen, also ein Engel hat auf sie, wie nennt man das? Hat ja auf den aufgepasst und so. Und danach, die sind eingeschlafen, als sie dann zurückkamen, die wollten was kaufen und deren Geld war ja schon abgelaufen, ihre Klamotten waren alt und so, und die haben gemerkt, dass sie in einem anderen Zeitalter sind. Die Geschichte ist bekannt, die ist geschrieben, die gibt es vor Mohammed schon, vor Jahren vor Mohammed. Und dann kommt er und sagt, ja, weiß ich nicht, vielleicht vier, vielleicht fünf, vielleicht sechs. Hä? Wer soll es wissen sonst? Vielleicht. Das Das ist hat das ihn, Beste. das hat ihn, das hat ihn, Nadr ibn al-Harith hat Ja. ihn die Frage gestellt. Und deswegen hat er ihn direkt getötet, als er ihn hat ihn erwischt mit dem Mann von seiner Tochter, von der Tochter von Mohammed, Zeynep auch, ihrem Mann, die hat nicht an Mohammed geglaubt. Die eigene Tochter von Mohammed hat nicht an Mohammed geglaubt. Stellt euch mal vor. Die ist nicht mit ihm gegangen in Hijra nach Medina. Die hat ihn nicht geglaubt. Die ist mit ihrem Mann geblieben. Die war Christin. Die hat gar nicht an ihn geglaubt. Und hat ihrem Mann irgendwo hat er ihren Mann genommen. Ihr Mann war mit einer Karawane unterwegs, mit dem Geld von Quraysh. Und der hat ihn einfach als Beute genommen. Und da war auch dieser Nadr. Und dieser Nadr hat ihn immer herausgefordert. Er hat ihm immer Fragen gestellt über Ruh, über Ahl al-Kahf, diese Jungs, über Sa'a, wann ist der jüngste Tag? Und er konnte nicht antworten. Er sagt so, Sa'atu min ilmi Rabbi, Ruhu min indillah. Der hat ihn gar nicht gesagt. Der hat ihn nicht geantwortet. Und der hat ihn immer blamiert. Der hat ihn direkt getötet. Keine Chance. Direkt. Babo, ich Weil habe eine Gedichte Frage. Mohammed Galgamisch, der hat von Galgamisch-Geschichte sogar kopiert. Ja, Bruder? Babo, ich hab eine Frage. Also, Ja. wenn die Geschichte war, was ich sowieso nicht glaube, was denkst du, wer die Khalifat normalerweise nehmen muss? Ali oder Abu Bakr? Ali, er wollte Ali. Er hatte auch gesagt einmal, Ali soll mich Hat er ja. auch gesagt, ja, ich weiß, hat er Er, auch auch gesagt, wenn hat er er gesagt, ja. immer, wenn er in Kriegen gewesen ist, der hat immer Ali die Verantwortung überlassen über Medina und so. Der hat ihm immer die Verantwortung gelassen. Einmal war Ali sogar sauer und der wollte ihm folgen in den Krieg. Und er hat ihn beschimpft und gesagt, nein, ich vertraue dir, deswegen habe ich dir die Verantwortung gelassen. Geh zurück und eine Wache auf meine Familie und auf der Stadt, bis ich zurückkomme. Der wollte ihm, das ist sicher. Der hat ihn auch einmal in einem Jumu'ah, hat er auch gesagt, dass er ihm folgen soll und so. Hey Jess, hallo. Hallo Schwester. Ja. Babu. Hast du lange Anfrage geschickt? Sorry, ich habe nicht geguckt. Babu. Ja, hi. Babu. Ja, Schwester. Babu. Hast du lange gewartet? Ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Ich Babu. rede nur und rede. Babu. Ja, hörst du uns? Hi. Hi, hallo. Was machen Hi. Gut, alles gut bei dir? Sachen machen. Alles okay? Freut mich, gut. Ja, wir Ey, unterhalten uns was geht mal. ab, Jess, Bruder? Hast du hier ein Kopftuch an? Nein, das ist kein Kopftuch, das ist einfach ein, ich sag mal, einfach ein Tuch. Also, was ist hier Tuch? Verstehst du? Ja, okay. Also, ich trage kein Kopftuch, ich trage nur aus, wenn ich nur bete oder Ach beispielsweise so, ja, Bibel lese, gut. jeder macht sein Ding so, genau. Ja, nee, hab ich Ja. gefragt. Wisst ihr, dass die Sklavinnen sich nicht den Kopf bedecken können oder die Brüste auch beim Beten nicht? Vor Allah? Babu? Ja? Ja, weiß ich, das weiß Ja, ich. bitte. Warum sagst du das?
Das Gesetz sagt, dass wenn also Sklavinnen dürfen sich nicht Ja. bedecken, auch wenn sie beten nicht. Also Ja. auch vor Allah sollten sie ihre Brüste Sogar. nicht bedecken, ihren Kopf Ja. nicht. Ja, genau. Ja. Wusstest du, dass die Sklaven bei Omar waren alle nackt, fast? Alle nackt? Ja, sagte ja, kunna immer Omar yakhdim lana kashifatin shu'ara mit offenen Haaren und ihre Brüste haben so gewackelt und geschlagen. Was? Ja, so haben die Ja. ihre seine Freunde bedient. Ja. Schau mal, Babu. Der liebe Ahmed nimmt irgendwie alles zu ernst. Guck mal, Ahmed, man soll nicht immer alles ernst nehmen, man sollte lachen, man kann auch ein bisschen kindlich sein. Babu weiß, wie ich bin, und der Kado, ich kann auch ernst sein. Und ich habe noch ein bisschen meine 5 Minuten. Genau. Walla, du hast immer deine 5 Minuten. Ich habe zu, du hast immer deine 5 Minuten. Immer wenn du bei uns live kommst, hast du deine 5 Minuten, glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist alles wegen Babu schuld. Nein, alles gut, alles gut. Ich schwöre, ich mache hier sowieso nicht mehr so lange. Ich glaube nicht, dass ich. Ja, ich wollte nur kurz hier die Leute Hallo sagen. Meine Freunde, die haben mich heute nicht gesehen. Es gibt ja keine Muslime, aber trotzdem, manchmal sage ich ja so Informationen, manche Freunde wollen ja auch, weißt du, sich die Informationen notieren oder so, kann ich auch verstehen. Alles gut, man kann Spaß machen, man kann auch ein bisschen ernst sein, alles gut. Babo, ich Ja. habe eine Frage. Bitteschön. Hat Allah, trägt Allah einen Schuh? Ja, Sandalen aus Gold. Flipflops. Ist so. Ja, ist so, jetzt kommt nämlich zu. Flipflops. Ja, perfekt, goldene Flipflops, ja, und eine Krone aus Gold. Ich habe. Deswegen, Männer bei uns im Islam dürfen die kein Gold, weil Es Gold gibt ein Buch von einem Freund, da. es gibt ein Buch von einem Freund, der heißt Eigenschaften vom Gott, Sifatullah. Und da ist sehr, sehr richtig, also richtig, richtig detailliert, wie Allah aussieht, wie er, was er anhat und so. Da hat er sehr gute Arbeit gemacht. Das ist ein Islamwissenschaftler. Und der ist sogar Mitbegründer von der Islamischen Partei in Marokko gewesen. Und der ist danach aber abgehauen nach Kanada und der lebt jetzt dort. Der heißt Sa'id bin Jibli. Sa'id bin Jibli. Ich glaube, das Buch kann man ja auch auf Amazon kaufen. Vielleicht ist es auch übersetzt, ich weiß nicht. Ich habe es auf Arabisch damals von ihm bekommen. Und der hat sehr gute Arbeit gemacht, lange Jahre, und hat wirklich sehr gute Arbeit. Der redet über Allah, wie er sich bekleidet, was er macht und die ganzen Eigenschaften von Allah. Ja. Sorry, genau, Rasul Shaitans, ne? Ja, Babu, gibt es irgendwie in Hadithen oder im Koran, dass, nee, blöd gesagt jetzt, nee, vergiss mal, okay? Wird man, wie sag ich mal, wird Mohammed von Aussehen etwas beschrieben, wie der aussieht? Also, steht da drin? Ja, ein paar, ja, aber jetzt nicht in einem, in mehreren. Alle. Mohammed wird beschrieben, auch seine Freunde, auch Omar, Uthman, die sind alle, die haben alle ihre, also man weiß, wie sie aussahen, ja. Mohammed hatte einen riesen Kopf, der war dünn, war groß, ihm fehlten 4 Zähne, der hatte eine Narbe im Gesicht. Die 4 Zähne hatte ihn damals Hind bint Utba geschlagen, kaputtgeschlagen. Wie kann das sein, dass er 4 Zähne hat, und wie kann eine Frau? Hä? Ja, die hatte das größte Armee in Mekka. Sie hieß Hind bint Utba, die hatte die größte Armee in Mekka. Die war ungläubig, die hat ihn bekämpft, die hat seinen Onkel getötet auch. Ja. Ich habe mal gehört, dass Mohammed seine eigene Tante Jamalama hatte. Nein, nein, nein. Der hat in ihrem Grab geschlafen und so, aber da so also nichts, kein Geschlechtsverkehr oder so. Die Leute übertreiben nur manchmal. Also Nein, Jamalama oder sowas geschlafen? nicht. Nur geschlafen, Nein, nein, umarmt und geschwind so, weil geschlafen. der hat sie sehr geliebt. Der sagte, oh, du Mutter, du bist gestorben und so. Der hat sie wie seine Mutter gewählt. Ja. Okay, also schlafen bedeutet für mich Jamalama, sorry. Nee, 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 man, Nein, nicht nein, unbedingt. Nein, nein, ja, nein. Hat sich nur hingelegt, Jess. ich sage nur die Und Wahrheit.
Ja, das ist der gleiche Hadith, wenn seine Tochter geschlafen hat und gefragt, zum Beispiel, wer hat letzte Nacht Sex und so. Das ging nicht um Sex zu haben, sondern nur einfach so, dass man nicht darf darunter. Verstehst du, was ich meine? Selber ehrlich, findest du, würdest du genauso wie Mohammed machen, Carlo? Also Nein, keiner würde was mit Mohammed machen, der war ja keiner bescheuert, kann der das. keine normale Ja. Mensch. Wer kann das machen? Würdest du es machen, ja oder nein? Nein, niemals. Okay, gut, ich habe meine Ach Antwort. Gott. Wer ist Nein. Mohammed für dich? Nix. Das ist Wer? nur ein Märchen aus der Geschichte Tausend und eine Nacht für mich. Okay, Babo, wer ist Mohammed für dich? Nix. Ich weiß nicht mal, ob es ihn wirklich gab oder nicht jetzt Das auf ist das der ja. Story. Das ist nur ein Märchen. Aber Das Mohammed im Islam, ist. das ist für mich ein Krimineller. So ein Also Krimineller. Historie, warte, nein, nein, wirklich, History und weiß ich ja, keiner hat das, also nichts. Gibt es, also es gibt keinen Beweis, dass es ihn gab. Willst du damit sagen, es gibt keine Beweise, dass Mohammed nicht existierte? Nein, gibt es keine Beweise. Es Wenn dann gibt Mohammed, eine dann ist das nicht aus diesen Büchern. Ja. Schriftbruder. Es gibt einen Schriftbruder, das hat mir Mohammed al-Msiyah, kennst du wahrscheinlich. Mohammed al-Msiyah, das ist Ja. ein sehr bekannter, kennst du, ja. Der war ja auch bei Hamid Abdel-Samad in seine Videos auf YouTube. Der heißt Mohammed al-Msiyah, das ist ja so. Der arbeitet mit Schriften und so, der übersetzen Ist das und nicht ein Scheich? nein, nein, das ist eine Wissenschaftler, der hat auch hier eine Assoziation gegründet in Deutschland, die heißt Enara, die bringen immer Bücher über den Islam, Aufklärung und so. Das heißt Aufklärung, die machen es jetzt wissenschaftlich, verstehst du? Die sind unparteiisch. Und der hat mir gesagt, dass es einen Schrift gibt, der kam oft bei uns früher auf Clubhouse. Der ist ein Freund von mir, seine Frau auch eine Freundin von mir. Sehr nett. Und wir haben ihn immer so gefragt, privat auch. Und er hat gesagt, es gibt eine Schrift, wo steht, das stammt von Jahr 634, das sind aber 2 Jahre nach dem Tod von den angeblichen islamischen Mohammed. Ne? Weil Mohammed ist im Jahr 632 gestorben, laut islamischer Quellen. Aber dieses Schrift, oder Wie alt war der? 62, 63. Und 63? 62, ja. Ja. Der ist in 570 geboren und 632 gestorben. Und der sagte, es gibt diese Schrift, geschrieben von einem Historiker, einem Römer, und da steht ein Prophet von Araber, der heißt Mohammed, der hat die Juden unterstützt, Jerusalem zurückzuerobern. Das ist alles aber, was da auf diesen Schrift steht. Ja, nur, dass er die Juden geholfen hat, Jerusalem zurückzuerobern. Und dass er ein Prophet von Arabern war. Das ist das Einzige, was steht. Aber das ist 2 Jahre nach dem Tod von den angeblichen islamischen Mohammed. Verstehst du? Deswegen wissen wir nicht, ob sie über die gleiche Person reden oder eine andere Mohammed. Das, ja. Babo? Das ist das ist ja nicht nur, ja, zum Beispiel, ich komme aus einer Stadt in Irak und dann haben wir vielleicht vier, fünf Propheten, sogar Nabi Yunus, ob du ihm die Geschichte kennst, zum Beispiel Ja. wie heißt das? Al-Hut, wie heißt das Wahl. Al-Hut? Wal, wo er in Wal war. Das haben wir, ja, das haben wir auch. Also Nabi Schied. Nabi Schied haben wir da in Irak, wo in dieser Stadt, wo ich gelebt habe. Nabi Schied, Nabi Jerjis, Nabi Yunus haben wir die und keine Ahnung, ich glaube noch eine bestimmt. Aber ich finde keine Geschichte über die. Zum Beispiel Nabi Babu, Jerjis, Nabi schmeiß Schied. Ahmed raus. Warum denn? Er hat Abo! Nein, nee, nein, soll er. schmeiß ihn raus. Der beleidigt noch. Er Der hat will mich nur krachbar gemacht. be Ja, weil ich einen Korb gegeben habe und du mich ohne Grund rausgeschmissen hast. Gestern, was du gemacht hast, ich finde das total unfair. Warum lügst du mein Gesicht an? Warum lügst du mich an, dass du angeblich mich nicht rausgeschmissen hast? Ich finde das total unfair. Du sollst dich schämen. Der will nur beleidigen. Der wird jetzt sogar geblockt. Leute, der Erste, der bei mir geblockt wird auf diesem Channel. Applaus. Der Erste, Ja. der hier geblockt wird. Ich habe noch nie jemanden blockiert. Also der Erste jetzt hier, den ich geblockt habe, Leute. Ich habe ihm einen Korb gegeben, deswegen hat er mich beleidigt. Er schreibt mich die ganze Zeit privat an.
Dankeschön. Maschallah, 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 Der erste, ich habe noch nie jemanden geblockt. Aber ich habe mittlerweile keine Lust mehr, dass die hier meinen Maschallah. Stream Aber gefährden. das ist auch ein Kind, das ist auch ein Kind. Ich Ja. fuhr keinen Der hat Tag meinen mit Vater ihm, das beleidigt, ist wirklich. der hat meinen Vater beleidigt als Dings. Er Als hat meinen auch mein Musiker. Vater beleidigt. Ja, krank einfach. Ja. Aber der kann jetzt, der kann sich das abschminken. Luca, hallo. Hallo, Luca. I believe I can fly. I believe Wer war denn voll nett waschen? Der, ich habe ihn noch nie can gehört. touch the sky. I believe I can fly. I Luca? believe Ja. I can touch the sky. Bist du Das mit da? Yunus und den Wal, da, ich weiß nicht, was für ein Wal das war. Kein Wal kann einen Mensch Ja, aber schlucken. wo war, wo, ja, aber wo war, wo ist Mosel und wo ist Meer? Verstehe ich nicht. Ich kann auch gar Wie kam nicht. man dahin überhaupt? Ja, Oliver, meine ganze Familie sind Moslems. Ich bin auch in Marokko geboren, das ist ein islamisches Land. Meine Familie, Geschwister, alles. Hallo. Luca, Luca? endlich, du hast eine schlechte Verbindung wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ich warum? Bitte schön, Bruder, wolltest du was sagen? Ja, ich bin zufällig hier. Ich weiß nicht, was heute die Thema ist. Das Thema Um ist was es geht. Mohammed. Ja, war er ein Mohammed. Prophet oder ein Lügner? Muslimischer Prophet, ne? Ja. Leute, wie weißt du, ich habe mich entschieden, nicht über den Islam sehr viel zu sprechen, weil ich bin frisch raus, ausgetreten aus dem Islam und es Ich bringt verstehe wirklich dich. nichts Also, viel. das ist gut. Sehr gut, hast du gut gemacht. Möchte niemanden, dass ich möchte nicht, dass sich die Muslime beleidigen fühlen von mir, aber ich habe ihn nie akzeptiert, nie anerkannt als Prophet und ich glaube, dass er nur Kann man auch nicht. Wie? Ein Psychopath? jemanden, der sich selbst das eingebildet alles hat, vielleicht durch einen Dschibril-Teufel oder Luca, aus welcher Land kommst du? falsche Engel oder sowas, keine Ahnung. Der kommt aus Bitte? Montenegro. Ja, so. Montenegro, ja. Sanjak. Also, ja. Genau. Also, du kennst das, ne? Ja, natürlich, Luca, ich habe mit dir geredet Jess, über woher ihn. kommst du? Aus Serbien. Welche, also, Novi wenn Sad. ich fragen darf, welche Stadt? Novi Sad. Ah, Novi Ja, Sad. das ist eine falsche Oliver hier im Chat. Ja, das ist das zweite Mal. Oliver, der ist ein Fake-Account hier. Der glaube ich, das ist nicht Oliver. Oliver, ja, meine Familie wissen, dass ich den Islam verlassen habe. Sie sind sauer. Die würden mich am liebsten töten, wenn sie könnten. Und die wissen, dass ich über den Islam rede, weil ich ja auch auf YouTube, auf Arabisch überall zu hören bin, in marokkanischen Kanäle. Ich habe lange gemacht, auch auf Arabisch, Marokkanisch. Und die haben mich bestimmt gehört. Viele, manchmal haben mich Freunde geschrieben, ey, ich habe dich gerade gehört auf in YouTube, bist du das und so. Also viele Leute erkennen meine Stimme, meine Familie erkennt natürlich meine Stimme. Und die wissen das und die wissen das auch, weil ich ja auch mit denen geredet habe über diesen Themen, die mich da rausgebracht haben. Ich habe auch mit denen darüber geredet, mit denen auch diskutiert und so, aber es hat nichts gebracht. Meine Eltern sind ja alt natürlich und man älter man wird und schwieriger es wird auch für sie, ihre Glaube zu ändern oder zu verlassen. Ne? Die haben ihre 70 Jahre ihr Leben gebetet, gefastet und so, dann kommst du am Ende und sagst denen, ja, dies und das, ihr habt das alles umsonst gemacht, das fällt Würde ich schwer. nicht, also ja, würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Babu. Lass sie glauben, was sie glauben. Solange niemanden wehtun oder sowas, ist egal. Guck mal, meine Mutter Jemand auch schreibt gleich, mir Bruder. komische Dinge hier. Laila, Oh, ich bin nicht, ich nee. habe du schwarze Luca, wie bist du in diese Viktorien. Lass uns nicht Scheißdreck provozieren. reingefallen? Nicht Zu provozieren, dem keine Mohammed, Fake falsche Leute. Luca, Luca, nein, nein, Prophet. nein, nein, Nee, nein, nein, bitte, nein, 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 lass dich nicht provozieren, nein, das ist Luca. normal. Okay. Ja, okay. Leila, ich bin Luca, nicht auf alles YouTube, ich habe gut. keinen eigenen Kanal auf YouTube, das sind Freunde, die meine Videos gepostet haben und so, meine Debatten und so. Auch auf Deutsch habe ich keinen Kanal, aber es gibt einen Freund, der hier die Videos von mir postet, hier von meinen Lives, es gibt auch meine Lives auf YouTube, auf Deutsch, man schreibt, Babu, Ex-Moslem, ihr werdet ein paar Videos von mir, Debatten mit Muslimen und so.
auf Deutsch, aber auf Arabisch. Es gibt einen anderen Kanal, der heißt Bien Lire, und der hatte so eine Gruppe in Rom auf Clubhouse, und da war ich auch bei ihm Admin, und ich habe da oft mit Muslimen, Marokkanern und so debattiert. Da kann man auch hören, viele haben den Islam verlassen. Die haben mich dort Dings, der heilige Babu genannt, Al-Qidis Babu haben die mich da genannt. So viele Muslime habe ich daraus geholt, auch Frauen, die damals Burkas getragen haben. Viele, viele, viele haben wir wirklich rausgeholt aus der Islam. Jungs, alles Mädchen, sehr viele, sehr viele. Und auch wirklich erwachsene Frauen, die sogar mit Kindern und so haben. Wir haben einmal ein Mädchen rausgeholt, die hat Burka getragen. Und sie hat dann ihrem Vater gesagt, ich habe den Islam verlassen. Der hat ihr gesagt, ich habe schon, der Vater hat schon seit 30 Jahren den Islam verlassen, und die wussten es nicht. Der hat es seiner Frau nicht gesagt und seine beiden Töchter nicht gesagt. Und sie hat dann den Islam verlassen, und sie versteht sich jetzt sehr gut mit ihrem Vater, und die versuchen jetzt auch ihre Mutter rauszuholen aus der Islam. Die leben in Marokko. Und eine andere Frau, die hat 5 Kinder, das war eine traurige Geschichte. Sie hat 5 Kinder. Sie hat auch Burka getragen, ihr Mann war ja auch ein Salafi, ihre Kinder sind alle Muslim. Sie hat eine ihrer Kinder mit 16, der ist jetzt 16, aber damals hat sie ihn geschickt in eine islamische Madrasa, der wurde missbraucht in der Schule, der konnte Oh nicht Mann. rausgehen, der konnte nicht rausgehen, ja, der wurde geschlagen morgens zum Aufstehen und nachts geschlagen. Der Junge hat psychische Probleme bekommen, wo seine Bruder ihn besucht hat in der Schule. Der durfte mit ihm reden, nur so hinter Gitter. Der konnte nicht mal mit ihm reden auf einem Tisch oder so. Nur hinter Gitter konnte er mit seinem Bruder reden. Der Junge ist kaputt. Als sie ihn zurückgeholt hat mit 16, wollte er nichts mehr zur Schule. Der wollte nichts mehr machen. Sein Leben ist jetzt kaputt. Sie bereut das. Sie hat geweint. Sie hat gesagt, ich habe meine eigenen Kinder kaputt gemacht. Also sie hat so ein Schuldgefühl. Und die waren ja auch arm. Sie meinte, wenn ich nur die Geschirr waschen wollte, musste ich meine Burka tragen, damit die Nachbarn mich nicht sehen, wenn ich draußen die Geschirr wasche und so. Sie sagte, als sie am Ende, sie hat Bluttests und so gemacht, sie fand bei ihr Vitamin D8. Also es war so niedrig, dass ihre Knochen waren kaputt, alles durch diese Burka, weil sie sieht keine Sonne. Man braucht ja Sonne, wir brauchen Sonne, ne? Sonst haben wir keine Vitamin D. Die Frau ist kaputt gegangen. Sie hat sich jetzt getrennt von dem Mann. Sie versucht jetzt ihre Kinder langsam, langsam raus aus dem Islam zu holen. Viele, ja. Wir hatten eine andere, die war verheiratet, getrennt. Die hat 2 Kinder. Der eine ist 21 und der andere, glaube ich, 23. Die sind beide noch Moslems. Sie hat sich getrennt. Sie hat auch Burka getragen. Sie erzählt uns, weil ich wollte ja auch immer diese Sicht von Frauen sehen, ne, die Burkas tragen und so, wie das ist für sie. Das war für mich immer. Sie meinte, wenn sie Frauen gesehen hat, die nur mit Hijab waren, ohne Burka, hat sie sie gehasst. Sie hat sie gesehen als unrein, als, ne, als schlechte Frauen, als, wie ist das schon, als Hu, als dies. Und sie sagte, sie hat sie gehasst, einfach schlecht angeguckt. Sie konnte es nicht, aber weil es ja keine, sie hat nicht verstanden. Und dann hat sie, als sie sich getrennt hat, musste sie ja selbst um sich kümmern. Ja, sie musste selbst Geld machen. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie hat angefangen zu arbeiten, sie hat Handel gemacht, aber sie hat gesagt, okay, ich guck mal die Muslime und die Salafisten, ne, das sind meine Brüder, Achi fil Islam, die haben sie auseinandergenommen, die Frau, ne, die haben sie verarscht, nicht bezahlt, wisst ihr, dies, das. Und sie sagte, irgendwann mal hat sie angefangen mit anderen Menschen zu arbeiten, die nicht Salafisten sind, ne, die keine richtige, also diese richtige Moslem sind, in Marokko. Also die ein bisschen offener sind. Die sind zwar Moslem, aber die praktizieren nicht. Und sie sagte, sie waren korrekter. Sie haben ihr ihre Geld in richtiger Zeit gegeben. Sie haben sie nicht verarscht. Ihr ging's gut. Und danach hat sie angefangen, sich zu hinterfragen und die ganzen Sachen nochmal zu analysieren. Wir haben über Kinder geredet, über den Tod. Sie hat auch freiwillig Frauen gewaschen nach dem Tod, ne, bevor die beerdigt werden. Sie hat das freiwillig gemacht für die Leute. Sie hat uns viel, viel, viel erzählt. Aber auch wenn ich das Video finde, macht ja keinen Sinn, ich werde es trotzdem nicht verstehen. Also wir hatten wirklich viele Leute in unsere Länder, die Leute, die Arabisch verstehen, die verlassen den Islam, aber viele, Tausende, das ist wirklich unglaublich. Der Kanal auf YouTube, wo ich da bin, der hat 1 Million Follower auf YouTube. Babu, Ja. willst du mich heiraten? Woher weißt du, dass ich nicht verheiratet bin? Willst du mich heiraten? Du bist doch Christin, oder? Willst du mich heiraten? Okay.
Wabo ist ein 7-stündige Videos, ja genau, auch 11-Stunden Videos, den ganzen Lives hat der Bruder gepostet. Ich bin verheiratet. Egal, Ich mag seid nicht von meinem hoffentlich. Privatleben zu reden, weil dann die Leute versuchen, jede kleine Information von mir, weißt du, zu nehmen und dann, um zu versuchen, ob die mich erkennen können oder finden können. Egal, Koran erlaubt vier Frauen Den zu Arab haben. ich mit der Egal. Leila, ja, Leila, ich schicke dir die Videos. Schreib mir privat, Leila. Schick mir eine Nachricht privat, ich antworte dir und dann gucke ich, ob ich die Videos finde oder schick dir einfach diesen Kanal und du kannst dir die ganzen Videos angucken. Sorry, ich lese auch die Regenspannung. Gottes Segen und ja, gute. Hallo, Gustav Was Senada. geht ab? Kuss auf Nase. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Gottes Babu, Segen. ich will gar nicht so lange stören. Ich habe da mal so eine Frage. Ich weiß nicht, ob das so in dein Thema passt, aber so für mich eine kleine Frage. Und zwar Al-Imran 67. Kennst du das? Da Moment. geht es um Abraham. Ja. Und soll ich dir vorlesen? Ich gucke es, ich lese auf Arabisch. Ibrahim Khalilullah, der Kumpel von Allah, der hat mit Allah gesessen, ne? Die haben Party gemacht und so, das habe ich immer. Khalilullah Rahman, also der Kumpel von Allah. Warte. Okay. Ja, aber viele muslimische Frauen sind gezwungen, die Burka zu tragen. Luca, das ist, guck mal, gesetzlich sowieso in Hadithen, das steht sowieso, die müssen eine Burka tragen, Weißt du warum? beziehungsweise. Weißt du, glaube ich, durch diese Ja. Eifersucht die Männer, ne? Die Nein, Frauen auch. würden 27 nicht hast du so gesagt. direkt, aber indirekt gezwungen, verstehst du? Ja, aber Mohammed hat es selber im Dass es Koran immer so gesagt. eine Aussage gegen Aussage gibt, ja, weißt du so, manipulativ, glaube ich, ne? Diese Religion ist Gustav manipulativ. Denade, Freunde, Ja. Gustav Denade. Al-Imran 27? 67. Nee, ja, bei mir 66 im Buch, aber im Internet in den Referenzen 67. Dass Was? Abraham keine Jude war und keine Christ. Genau. Lakin keine Hanifen Muslimen, Roma keine Mushrikin. Ja, was ist? Und zwar sagt er, Abraham war weder Jude noch war er Christ. Und dann Er habe war ich ein mal so, Hanafi, ja, genau, Muslim. dann habe ich in den Tafsir von Ibn Kathir reingeguckt, weil ich mich dafür mal so interessiert habe. Wenn er sagt, ja, Abraham war kein Jude, das halte ich natürlich für ein Gerücht. Und er sagt, da führt Allah als Argument dafür ein und sagt, ja, warum er kein Christ war, schon mal sagt er, ja, Abraham kann gar kein Christ gewesen sein, weil er war ja weit vor dem Christentum da. Wenn er das als Argument nimmt, kann er auch nicht sagen, dass er Muslim war. Weil da, weil der, weil der, weil die Tora war ja auch vor dem Islam. Ja, aber die meinen ja, dass alle Muslims waren, ne? Von Noah, der erste, bis der letzte Prophet. Die meinen, die waren alle Muslims. Also Allah hat denen alle die gleiche Nachricht geschickt, aber das wurde immer verfälscht. Das ist ja die Aussage von Muslime, verstehst du? Okay, also waren auch die Juden Muslime. Ja, die sagen, alle sind Muslim. Ja, Dann sagen die alle sind. sind Muslim. Warum sagen die Muslime, warte mal, Babu, ich habe eine ernsthafte Frage. Warum sagen eigentlich die Muslime, wenn man als frisch geborenes Baby oder so auf der Welt kommt, okay, als kleines Kind so, wird man automatisch Muslime? Warum? Warum sagen die das? Das ist Die doch Umma. unlogisch. Was meinst du? Ich habe jetzt nicht verstanden, was du Man meinst. würde denken, du wirst automatisch Muslime, wenn du ein Baby gebärst, sage ich mal, als Frau. Und das wird, also dieses Baby ist automatisch Muslime. Weißt du, Wenn was du ich meine? Muslima bist. Ja, warum sagen die das? Ja, weil sie geben sofort die Muslime islamische Namen an die Kinder. Ja, warum? Na, sie Ja, sagen ja, das ist ja weil bei allen jede, Religionen jedes Kind so ist Muslim. eigentlich. Jedes Kind ist Halt so, Muslim. ne? Eigentlich so. Ist jede Ja, Religion, man meine wächst Kinder sehr. haben ja auch muslimische Namen. Ja, natürlich, aber ich meine nicht den Namen, sondern. Bayan Fetterer, okay, sie meint, okay, Walida Yunus Serani, okay, dass jeder als Muslim geboren wird, aber seine Eltern machen ihn zu Christ oder Genau. zu Jude. Ja. Ja, aber das stimmt nicht, ne? Das stimmt nicht. Fetra ist was Besonderes, was anderes. Fetra ist ja zum Beispiel, Instinkt ist ja zum Beispiel, dass du weißt, dass du Wasser willst, bevor du Wasser kennst.
Wasser, was meinst du mit Das ist Wasser? ein Beispiel. Jetzt ein Kind weiß, dass er Wasser trinken muss, bevor er Wasser kennt. Das ist ein Instinkt. Der weiß, dass er essen muss. Das ist ein Instinkt. Aber ein Kind, wenn du jetzt ein Kind ohne Religion, ohne Religion erwachsen wird, der wird nie denken, dass es einen Gott gibt und so, außer du erzählst ihm das. Der wird ja auch nie denken, dass ein Mann ein kleines Kind heiraten muss, dass es einen Allah gibt und einen Mohammed gibt, oder dass er fünfmal am Tag beten muss oder dass er fasten muss. Wenn du ihm das nicht beibringst, wird er es nicht wissen. Aber der wird wissen, dass er Wasser braucht. Der wird wissen, dass er Essen braucht. Verstehst du? Der wird wissen, dass er, wenn es ihm kalt ist, er muss sich anziehen. Das sind Instinkte. Aber weißt du, was ich am meisten nicht verstehe? Wenn du so sehr, guck mal, es gibt Muslime, die beschweren sich so sehr in unserem Land, Deutschland oder Österreich, egal wo, okay, in einem christlichen Land. Wenn du dich so sehr beschwerst, dass es so viel Schweinefleisch gibt und auch die Menschen so ekelhaft sind, die gegen Islam sind, dann geh zurück zu deinem Land. Ja, die Schahira oder Schahira herrscht, es ist mir egal, wie das ausspricht, da herrscht die, wirklich die Gesetze, was im Koran und die Hadithen stehen. Diese Menschen, Ariamen. ja genau, und diese Menschen, die können es einfach nicht akzeptieren. Guck mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen in einem anderen Land und in Deutschland. In Deutschland hast du freie Meinung. Das andere, was hier abgeht, was ich dir gerade gesagt habe, du hast null Rechte. Null, gar nichts. Da herrscht nur Krieg, da herrscht nur Scheißerei, da herrscht nur etwas Schlimmes, was im Koran steht, was Mohammed befohlen hat, dass du eine Frau schlägst, dass du vergewaltigen darfst. Nee, das geht überhaupt gar nicht. Es gibt Grenzen mehr. Die Frauen haben keine Rechte. Das ist echt erbärmlich. Und eine muslimische Frau sagt zu mir, wir haben Rechte. Oh Gott, erbarme dich. Guck mal, wie die lügt. Die Sie lügt sich glauben, selber. die haben Recht, aber die haben kein Recht, weil sie Die nie genossen haben, die Rechte, oder sie frei gefühlt haben. Verstehst du? Ja, Weil sie natürlich. unter Druck sind. Ja, und deswegen verstehe ich nicht. Guck mal, am meisten haben die Angst, die Ja, aber Muslime. eine Frau kann nichts dafür, weißt du, weil die haben die Männer, Natürlich. die muslimischen Männer, ne, die gezwungen sind von denen. Verstehst du? Natürlich. Und die haben Ja. eine Panikattacke. Ein paar Leute, die Muslime, also Genau. viele, aber nicht alle, haben eine Panikattacke, weil die Ja, Angst weil die haben. Seele kann nicht mehr das vertragen, alles in sich. Ja, Verstehst du? die haben Angst, dass sie in Hölle landen, mein Lieber. Die haben Angst, Natürlich. Die haben Angst vor Allah, die haben Angst Ja. von die Hölle und was alles da steht, mein Gott, ne? Ich hatte das Ja. auch früher, ich weiß, wovon ich spreche, ne? Ja, Früher, natürlich. als ich Muslim war, ne? Ich war depressiv, ich hatte Panikattacken und so, jetzt habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Ja, Jesus hatte mich deswegen geheilt. verstehe ich ja. Und deswegen haben auch Ne? manche auch Ich habe Angst auch wegen Xanax früher genommen, Beruhigungsmittel. Ich Beruhigungsmittel hast du dachte, genommen. und dann bekam ich so eine Krankheit, Schilddrüsen, Überfunktionen. Zum Glück, meine Mutter hatte mich geheilt mit Walnüsse und mit Honig und so. Ne? Jetzt habe ich seit 10 Jahren das nicht mehr. Ne? Ja, Gott sei Dank, ne? Aber Das war eine ich Katastrophe. sag dir ehrlich, Luca, wenn du, wie gesagt, aus diese Religion raus bist, wirst du Oh, ich bin beispielsweise so Nacken glücklich, echt. therapiert. Ich so eine Befreiung, seelische Befreiung und psychisch und physisch und alles. Ja, In aber jeder Sicht, ich diese. bin so glücklich, echt. Ja, aber du wirst beispielsweise Nacken therapiert. Das steht laut in Hadithen. Nein, ach, das ist ja, wenn die Scharia da Ich ist. wundere mich auch, dass Babu zum Beispiel, der kommt aus einem islamischen Land, ne? Aus einem Ja, ich muslimischen glaube Land. schon, er ist, glaube ich, Marokkaner, oder? Aber wo? Ja, Babu, ich bin wie Marokkaner. hast du es geschafft? Wie hat dir Gott geholfen überhaupt? Raus aus dieser Religion. Ich habe aber den Islam schon in Marokko verlassen. Ich habe auch da auch keinen Wie hast du Ramadan mehr keine gemacht. Warte mal, in Marokko ist ein Marokko? muslimisches Land, hast du keine Du Angst? hast du das echt? Aber versteckt, ich habe es niemandem erzählt. Mann, ich Was bewundere redest deinen du? Mut. Wie hast du Was? es geschafft, Mann? Ja, Wie? ohne Vergleichen mit anderen Religionen Bruder, drin. Nur ich meine kenne deine Aber wie hast du Bruder. gemacht? Wie? Meine Menschenverstand, Ja, meine Bruder, Prinzipien. Ich habe, ich hab, Halleluja, Bruder. Ich bin so froh ja. für dich, ne? Danke, Bruder, Aber ja. Ich habe aber nichts gesagt, ich habe leider muss ich dich weitergebetet. vielleicht, ich möchte dich nicht enttäuschen, Bruder. Ich habe Ich kenne deine weitergebetet, aber ohne Landsleute, Wudu. ne? Ich habe weitergebetet, aber ohne Wudu. Ohne zu waschen habe ich Oh, weitergebetet in Halleluja, der Bruder. Moschee. Bruder, ich kenne deine Landsleute, ich Babu! kenne die Algerier, ne, Marokkaner und Tunesier. Ich Ja. habe keine gute Erfahrung gehabt mit denen, ne? Schlimm, ja, ist sehr schlimm, ja, natürlich. Du weißt, wovon ich spreche, weißt du? Ich kann jetzt nicht mit Marokkaner oder Algerier oder so Ich glaube zum dir Beispiel 100%. diskutieren über Religion draußen oder so. Würde ich nie Aber machen. brauchst sie nicht, weißt du? Du Kann brauchst ich nur nicht, Gott ne? und Natürlich nicht. Aber deswegen hast du ja auf andere Seiten die christliche Meine Bruder, Familie ne? habe ich auch nicht gesagt. Erst als ich in Europa war, habe ich dann mit meiner Familie darüber geredet. Also ich habe denen da in Marokko nichts gesagt. Natürlich nicht. Aber in Ich bin Ramadan, sehr froh für dich. immer wo wir gegessen haben, dann abends, ne?
Weil Fastenbrechen, die hatten immer so Zweifel, weil ich konnte nicht viel essen. Ich habe ja tagsüber gegessen, irgendwo versteckt, ne? Habe ich mich versteckt irgendwo oben auf Terrasse oder wenn ich in Schule war, bin ich hier einfach weg mit ein paar Freunden, die da auch nicht Ramadan gemacht haben. Wir haben uns irgendwo versteckt und dann gegessen. Verstehst du? Und dann abends konnte ich nicht viel essen. Ich habe nur einen Kaffee getrunken, Croissant und bin dann rausgegangen, eine rauchen. Die haben mich immer gefragt, hast du heute eine Marmita, hast du heute einen Tajin gegessen? Was hast du heute gegessen? Warum kannst du nicht essen? Die haben mich immer so provoziert. Ich habe gemeint, nein, nein, das ist wegen Rauchen. Ich kann nicht mehr, weißt du? Ich kann nicht Ich viel habe essen. selten, ich muss dir ein Kompliment geben, ich habe selten Marokkaner so positiv, so wie bei dir, nie, also fast nie erlebt, weißt du? Und bei Ja. dir wirkt dieses Heilige Geist, glaube mir, Bruder, ich weiß, wovon ich spreche. Freut mich auch für dich, dass du den Islam verlassen hast. Freut mich. Babo, Danke. ich will dir noch was sagen. Ja. Dieser Witz, was ich dir vorher gesagt habe, nimm nicht zu ernst, okay? Alles Nehmen gut, Sie deinem alles gut. Herzen. Ich weiß, was ich ernst nehmen soll und was nicht. Also keine Sorge. Auf jeden Fall, was soll ich noch mal sagen? Genau, Islam ist einfach eine falsche Irrlehre Ist ja und vor allem gefährlich. Das ist mir, was mir wichtiger zu mitzuteilen ist, dass es gefährlich ist. Es ist egal, weißt du. Ich mache es jetzt ist gar. gefährlich für Ja. sich selbst, für unsere Die Seele und Menschheit. für auch unsere Umgebung, wie wir wirken negativ und Für wir die fallen auch Menschheit. negativ Ja. an die Seite, die normale Leute sind, normale Christen, ne? Wir sind so auffällig. Und als ich noch Muslim war, ich sage das als nicht als Beispiel, sondern als Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht. Ich war, als ich noch früher Muslim war, ich war aggressiv, ich war bereit, ich war auch handgreiflich, Ja. weil Luca, was für Weil eine da Situation hattest du? man denkt nicht, man denkt nur mit seinen Emotionen und nicht mit seinem Verstand. Genau, Ja, genau. das ist emotional. Ja, Kuss auf der Nase, Bruder. Also, Wollte nur Babo, noch ich fragen, welche bin. Konfession. Oh, Entschuldigung. Sorry, Bruder. Nein, rede. Entschuldigung, sorry. Nein, nein, sag ruhig, ist kein Problem. Okay, nur kurzer Satz. Auf jeden Fall, Babo, ich bin richtig schock. Also, wie du dein Land rausgekommen bist, sage ich mal, dass du verheimlicht hast wegen deiner Religion. Also Respekt auf jeden Fall. Ich habe Schiss meines Lebens bekommen oder gehabt, sage ich mal. Das ist echt extrem. Also Hut ab und Gottes Segen auf jeden Fall, Bruder. Ich küsse dein Herz und mach weiter so, dass du die Wahrheit anerkennst, beziehungsweise dass du die Muslime die Augen öffnest, dass es einfach eine falsche Irrlehre ist. Und ich küsse dein Herz und Danke, gerne. Es ist ja gefährlich. Ein Freund von mir, wir haben einen Freund von uns, der lebt immer noch in Marokko, der ist auch Ex-Muslim und der macht Aufklärung. Der ist noch krasser, der ruft bei Imams und so und der fordert sie heraus, sagt, ja, gib mir jetzt die Beweise, dass Mohammed ein Prophet war oder so. Und der ist sehr, 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 sehr gut im Islam. Also der ist auch Hafiz. Der kann, aber das Problem, der hat den Koran gelernt von Hafs. Der kommt aus einem Dorf und in diesem Dorf gab es nur eine Moschee und die hatten nur einen Koran von Hafs, von damals aus Saudi-Arabien, was weiß ich. Und einmal, die hatten einen so einen Abend, ich kenne doch diese Abend, was die Muslime machen, da wird gegessen und dann werden sie dann Koran rezitieren und so. Und der war 9, glaube ich, damals. Und die haben gesagt, okay, ja, der Junge, der kennt den Koran auswendig und so, der liest euch jetzt was. Für die Leute, die sagen, nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Hafs und Warsch. Und der hat angefangen zu lesen, die Leute, manche sind abgehauen, manche haben angefangen zu sagen, Astaghfirullah al-Adim, was sagt der hier, das ist kein Koran. Manche haben gelacht, die Leute waren schockiert. Und der arme Junge, es war ihm so peinlich, die haben ihn verunsichert, obwohl er alles richtig gelesen hat, nur halt rezitiert hat, nur halt aus Hafs und nicht aus Warsch. Und das sind also total andere Koran, die haben nicht verstanden, was er da sagt. Und die haben gedacht, der liest was anderes oder der ist kein richtiger Hafiz. Und das war der erste Schock in seinem Leben, der Junge. Und der macht wirklich sehr gute Arbeit. Der kennt sich sehr gut mit den Fiqh, Scharia, mit alles kennt er sich sehr gut. Und der redet mit Imam. Sie ruft sie am Telefon und tut, als ob er irgendeine Frage gehört hat von jemandem. Der heißt für die Marokkaner hier, die mithören, der heißt Lerolemi. Ihr könnt ihn auf YouTube suchen, wenn ihr wollt. Der heißt Lerolemi. Der ist sehr gut. Und der ruft diese richtigen Imams und so und Muftis von Marokko und der fragt sie irgendwelche schwierige Fragen und die können ihn nicht antworten. Und der debattiert damit die. Und der sagt zum Beispiel, ja, mein Bruder will den Islam verlassen. Ich glaube, der ist vom Dschinn besessen und so, weißt du? Und der tut ab, als ob er jetzt das Telefon jemand anderen gibt. Oder die sind zwei. Einer sagt, nein,
meine Bruder oder mein Sohn will den Islam verlassen, ich glaube, der ist vom Dschinn besessen, und dann der Imam natürlich will ja diesen Sohn halt überzeugen vom Islam und will gucken, ob es ein richtiger Dschinn oder nicht, und er sagt ihm, hab keine Dschinn, ich rede doch nur die Wahrheit, ich habe hier Argumente und so über den Islam, und der macht gute Arbeit. Einmal hat ein Typ versucht, ihn zu töten. Der Typ war besoffen. Der Typ, der ihn töten wollte, war besoffen. Der hat ihn geschlagen mit dem Messer an seinen Hals. Zum Glück ist nicht passiert, also nicht schwer getroffen. Der hat ihn aber dann angezeigt und der Typ wurde dann verhaftet. Und in dem Moment, wo er ihn töten wollte, der Typ war besoffen. Also der war nicht mal ein richtiger Moslem, der Typ. Deswegen, die Gefahr kommt nicht nur von Extremisten oder von richtigen Salafisten, es kommt von jedem normalen Moslem. Das ist das, was ich immer erklären will. Jede ist eine potenzielle Kriminelle. Jede Moslem ist eine tickende Zeitbombe. Diese Ego ist zu hoch. Ja. Weißt du? Ego. Ja. Wir haben Kuss auf der Nase, wollte was sagen. Kuss auf Nase. Bruder, du wolltest was sagen, Bruder, bitteschön. Ich wollte kurz fragen, den Luca, welche Rechtsschule er denn gefolgt ist. Wie Rechtsschule? Im Islam so schiitisch, sunnitisch, Also ich war Sunnit, ja. Sunnite, ja. Ja, weil du sagtest, du warst zu dieser Zeit noch sehr gewalttätig wohl auch. Und da wollte ich dich einfach nur fragen, so worauf du das da, womit du das verknüpfst, womit du das verbindest, so dass das da durchkommt. Also, dass ich seit 20 Jahren im deutschsprachigen Raum. Ich kam sehr jung, mit 20, nach Deutschland. Ich wusste nicht viel über meine Religion, aber ich wuchste in eine muslimische Dorf. Damals, die 90er Jahre, waren so, wo wir im Balkan diesen Krieg gespürt haben und diese Unruhe zwischen die, sage ich so mal, Leute, die schon unter Druck waren von anderen Nationalitäten, so. Es war Krieg, ne, und ich war jung, ne, und diese Wut ist in mir entstanden durch diese, ich weiß nicht, ob ich traumatisiert war oder so, aber auf jeden Fall, ich war als Jugendlicher nicht glücklich, ne, und ich wollte immer verteidigen. Ich habe diese andere christliche Leute nicht gemocht, weil es wurde mir so von den anderen Muslimen gesagt, dass sie böse sind, böse sei und das Kreuz nicht gut ist und dass nur Allah der Gott, wahre Gott ist und so. Und ich entwickelte in mir so einen Hass gegenüber die Serben und gegenüber die andere christliche Leute, ne? Und das hatte ich in sich, in mir, dieses heimliche Hass auf die Christen. Und das hatte lange Zeit gedauert. Und mit den Muslimen wollte ich nur Freundschaft schließen, als ich dann mit 20 nach Deutschland kam, und nicht mit den Christen. Von den Christen hatte ich so Wut, ne? Und ich habe keine Vertrauen in die Christen gehabt. Ich dachte nur, dass die Muslimen gut seien und dass ich nur mit den muslimischen Brüdern gut sein muss. Aber zum Glück. 400 Jahre bei uns, wir hatten nie Du Probleme mit hast auch denen. Familie da. Dort in Israel hast du auch wahrscheinlich. Ne, Das habe ich da das meine sind ja Mutter auch und meinen Vater, 100.000 ja. Marokkaner. Ja, es leben ja viele Marokkaner in Israel. Ne? Ich bin Deswegen stehst du Marokkaner, das. Araber, ich bin Marokkaner, ich war Moslem, ich war noch nie Jude. Noch nie. Ich kenne nichts über den Doch, Judentum. das Ex-Moslem, Soll ich es dir nennt den sich sehr, Koran sehr lesen? viele. Soll ich dir Koran zitieren, damit Es du nennt sich mir sehr, sehr, sehr viele Leute, die Ex-Moslem sind und die sagen, ja, العربية ne, لكن علاش غادي تمشي تقول انا مسلم. يهودي باش عرفتيني يهودي أنا عارف راك اليهودي. باش كل ما غتعرف راكش اليهودي يكون ما فيش هذاك الراي ما يا راك واسمع العربية ديالي بين العربية اليهود Ja, also ich weiß nicht, man kann das heutzutage nicht, Doch, weißt die du, reden anders so als wir mit einschätzen. Juden. Nein, ich bin nicht Jude. Warum soll ich lügen? Ich mache hier Aufklärung über den Islam. Es steht auch mein Name Ex-Moslem, nicht Ex-Jude. Ja, du kannst, guck mal, ne, du kannst auch als Nicht-Moslem kannst du einen Koran lesen.
Weißt du, was ich meine? Kannst du ja, auch. Ich habe es aber gelernt. Ich kenne die Gesetze. Ich kenne nichts von Judentum. Ja. Ich kenne alle Hadithe. Also ich habe Ahnung nur von Islam. Ich war Moslem. Ich bin geboren Moslem. Ich bin aufgewachsen als Moslem. Ich habe den Islam studiert in Marokko. Ich bin dort groß geworden. Ich bin erst seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich war noch nie in Israel. Aber das aber macht trotzdem, ja keine, das macht keinen Unterschied, dass das, was ich sage, Fakten sind. Tust du mir bitte den Gefallen und googelst mal die Flagge von Polisario Front, die Terroristen, ja, die Marokko attackieren. Du kannst ja auch die Flagge von Jordanien, kannst du auch. Nein, sieht auch genauso. Gleich, aber guck mal, nein, das ist genau so eine Kopie von Dings. Nee, Jordanien sieht anders, sorry. Aber guck mal, von Palästina und von Polisario Front. 100% gleich. Und die werden unterstützt. Ey, sogar Yasser Arafat war dort bei denen und hat gesagt, Marokko ist eine Unterdrücker, das ist ein Kolonisator, die müssen euch euer Land zurückgeben. Die wollen Marokko durch zwei teilen, einfach durch zwei. Die sind gegen Israel. Trotzdem kann sich doch Marokko. Israel stimmt jedes Jahr für uns. Israel stimmt für uns. Die unterstützen uns mit Waffen, die unterstützen uns mit Agrikultur-Sachen mit Drohnen haben wir von denen bekommen. Wir bekommen von denen ja Unterstützung. Aber was bekommst du von Palästina? Was? Schaden nur. Die unterstützen deine Gegner. Die unterstützen jemanden, der dein Land vernichten will. Marokko hat sehr viel Geld. Marokko braucht gar keine Unterstützung. Marokko hat sehr viel Geld und die kaufen sich einfach Waffen. Und das war, und du denkst, dass wir von Israel Unterstützung brauchen? Nein, wir brauchen deren Waffen, wir brauchen deren Drohnen, die Sachen, die sie machen. Nee, wir brauchen sie. Wir haben keine richtige, gute Waffen. Deswegen kaufen sie sich das doch. Die haben doch genug Geld, die Marokkaner. Die brauchen doch gar keine Unterstützung oder sonst was. Wir brauchen auch die Unterstützung, dass sie uns unterstützen auf das Recht auf unser Land. Leute, ich muss los. Wir hören später irgendwie. Ne? Ja, guten Tag, am besten. Ich will dir das kannst du jetzt nicht in dieser Situation jetzt machen, in der Zeit, wo mit dieser Flagge richtig Scheiße betrieben wird, ja. Nein, es wird nicht. Nein, unschuldige erst mal, Kinder werden erst mal da. Hat Hamas angegriffen als Erste. Warum warst du nicht sauer? Ich sehe das so als Mensch. Ich habe vorhin über Jemen geredet, dass da 500.000 Menschen gestorben sind. Saudi-Arabien bombardiert sie seit 8 Jahren. Keiner redet darüber, weil das Muslime gegen Muslime sind. Das ist das Problem bei den Muslimen. Wenn es Muslimen, die anderen Muslimen schlachten, auch wenn es 10 Millionen sterben, redet keiner. Aber jetzt Palästina 20.000 Tote, die ganzen Muslime schreien, weil das Juden sind. Nur aus diesem Grund, nur aus einem religiösen Grund. Und das ist einfach Heuchlerei. Das ist Abschlachten. Das sind Zionisten, die das machen. Nein, das ist selbst keine Judenverteidigung. Selbst die Juden in Israel, die sind dagegen. Verstehst du, was ich meine? Die sind dagegen, was Israel besagt. Findest du das nicht schlimm, was Saudi-Arabien, Emirat, Marokko gegen Jemen machen? Natürlich finde ich das schlimm. Das sollte man auch. Darüber sollte man auch reden, natürlich. Aber warum redet darüber kein Moslem? Ich sehe keine Live, ich sehe keine Demonstration. Weil das Muslime gegen Muslime sind. Da redet keiner. Natürlich redet keiner. Aber warum redest du denn jetzt nicht darüber? Warum machst du eine marokkanische Flagge da mit Israel? Warum? Dieses Bild wurde in Marokko gemacht. Ich weiß nicht, was erwartest du von mir? Ja, Marokko und Israel sind Freunde, die unterstützen gegenseitig. Ob du es willst oder nicht, ist egal. Der König hat das unterschrieben. Dass das Freunde sind, aber nur die Regierung. Verstehst du, was ich meine? Aber die Regierung ist auch, meist marokkanisch. Die meisten sind auch Marokkaner. Wusstest du, dass die meisten Regierungen in Israel Marokkaner sind? Viele arbeiten in der Regierung mit Marokkaner. Israel ist sowieso ein erfundenes Land. Weißt du, was ich meine? 8 Millionen Leute in Israel und über 1 Million davon sind Marokkaner. Also das ist jetzt schon eine große Anzahl an Menschen. Ne, die haben schon eine Macht. Die verändern dort die Politik. Das sind die Marokkaner. Und Marokko hat gesagt, Amerika hat für Marokko gesagt, ja, wenn du dich mit Israel wieder versöhnst und so, erkenne ich dein Recht auf deine Südmarokko. Palästina hat das nicht gemacht. Warum hat Palästina seit 60 Jahren nicht zugegeben oder akzeptiert oder für uns gestimmt, für unser Land? Warum? Warum sind sie gegen uns? Unsere Kinder sind auch gestorben durch Polisario.
Meine Onkel, das ist doch egal. Mein Onkel, mein Onkel ist seit 50 Jahren bei der Polisario. Der ist stumm. Ja, der kann nicht reden, der kann nicht hören. Der ist seit 50 Jahren bei Polisario als Gefangene. Wir wissen nicht, ob er tot ist oder ob er lebt. Und Palästina unterstützt diese Leute, die meine Onkel entführt haben. Die haben uns letztens bombardiert in Südmarokko. Hast du die Geschichte gehört oder nicht? Wir hatten keine Autos. Schluss machen, ja? Alles klar, ne? Wie? Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass das nicht korrekt ist. Auf jeden Fall. Du als Marokkaner möchtest das, und ich als Marokkaner möchte das. Also, das ist ja auch mein Recht. Schönen Abend oder einen schönen Morgen. Wünsche ich dir auch, Bruder. Schönen Abend. Ciao. Leute, die haben uns letztens bombardiert, da konnten keine LKWs fahren nach Mauretanien, die haben diese Grenze attackiert, musste Marokko zurückschlagen. Ihr wisst, die ganze Welt hat davon gehört, UN war dort, um die Sache zu kontrollieren. Und die werden direkt von Palästina unterstützt, direkt, mit Geld, mit Waffen, mit alles. Die haben die gleiche Flagge. Juden gibt in Marokko seit 2400 Jahren. Haben uns mit uns gelebt. Wir hatten nie Probleme mit denen. Noch nie. Die haben uns eingemischt. Die haben sich integriert in mit der marokkanischen Kultur. Wir haben unsere Kulturen halt gemischt. Wir hatten Feiertage mit denen zusammen. Es gibt sogar einen Feiertag bei den jüdischen Muslime, jüdische Marokkaner. Der heißt Mimuna. Nachdem sie 7 Tage gefastet haben, kamen immer die Marokkaner, die Nachbarn, mit Essen, mit Geschenke und so, und die haben denen ja einfach so gesagt, ja, alles Gute und so für eure Fest, ne, dass ihr fertig seid mit den Fasten. Und da ist ein Feiertag entstanden, nur bei den jüdischen Marokkaner. Die feiern es noch bis heute in Israel. Den gibt es in keine andere jüdische Gemeinde, außer bei den Marokkaner. Weil sie mit den Marokkanern sich gut verstanden haben, die haben sogar einen neuen Feiertag erfunden oder kreiert. So gut haben sie sich verstanden. Die haben sich gemischt. Die haben unsere Klamotten getragen, die sprechen unsere Sprache in Marokko. Oh. Ja. Israel-Wirtschaft wird am Ende, ja, Israel träumt weiter. Das ist genau wie Muslime, seit 75 Jahren träumt er das immer. Ich sage nur 6-Tage-Krieg. Sag nur die 6-Tage-Krieg. Ja. Ehrlich jetzt. Israel wird so. Das träumt ihr seit 70 Jahren. Das die Regierung noch mehr. Ja. Folgt weiter, euer Allah. Guck mal, wer hat denn die Regierung gewählt? Ich? Die wurden doch gerade eben gewählt. Und jetzt, als sie attackiert wurden, werden sie nochmal die Radikalen wählen. Ist doch normal. Ja, Last Chance. Ja, Bruder, die sind wirklich anpassungsfähig. Die haben sich so gut miteinander verstanden. Die sprechen Amazir, die leben auch in so... Wie die Marokkaner, 100%. Die lieben uns. Die haben nichts gegen uns. Die unterstützen uns mit alles. Mit Ackerbau, mit Waffen, mit alles. Industrielle Sachen. Was gibt mir Palästina? Was hat Palästina Marokko gegeben, außer diese Terroristen zu unterstützen und zu finanzieren? Und damit sie mein Land schaden. Und ich soll noch für sie reden? Bin ich bescheuert? Also stell dir mal vor, jetzt hier in Deutschland, zum Beispiel in ein anderes Land an der Grenze, würde Deutschland attackieren, ne? Und Frankreich finanziert zum Beispiel dieses andere Land. Würde Deutschland zu Frankreich gute Beziehungen haben? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bitte euch. Ich sag euch, mein Onkel ist seit 50 oder 40 Jahren, 50 Jahren ist er gefangen bei denen. Der ist stumm, der Mann, der redet nicht und der hört nicht, der Arme. Die haben ihn einfach entführt und seine Frau weiß bis heute nicht, ob er tot oder lebt. Seine Kinder haben ihn nicht gesehen. Seine Kinder sind groß geworden ohne deren Vater. Es war immer eine Sache bei uns. Es wurden viele Menschen entführt von Marokko und gezwungen, in Camp zu leben, ohne Wasser, ohne Essen, ohne nix, ne? Und die Herrscher dort, die leben alle in Europa, in London, in Amerika, genau wie die Hamas. Haben so viel Geld auf ihrem Konto und die Leute sind am Verhungern in der Wüste, mitten in der Wüste. Das ist doch bescheuert. Und dann Palästina unterstützt ihn. Yasser Arafat, der damalige Präsident von Palästina, hat Polisario besucht und gesagt, ja, ihr habt das gleiche Problem. Marokko ist eine Unterdrücker, der ist einen
Also der hat euch einfach kolonialisiert, das ist euer Land, wir erkennen eure Rechte. Bis heute sind die gegen Marokko. Und dann, wenn sie Krieg haben, sollen wir zu denen stehen? Sorry. Ja, Selim, wir sind alle Menschen, alles unfair. Krieg ist überall unfair, aber warum soll ich nicht zu meinen Geschwistern stehen? Ich stehe zu den Menschen, die zu mir stehen und nicht zu den Menschen, die mir schaden wollen. Ja. Das ist doch ganz logisch. Nicht nur, weil die Menschen wollen mir schaden, aber die haben die gleiche Religion, soll ich zu denen stehen. Und die Leute, die mir nicht schaden wollen, die mir sogar helfen und unterstützen und erkennen mein Recht auf mein Land und unterstützen mich mit Geld, mit Waffen, mit dies, mit das, soll ich sie hassen. Nur weil sie nicht die gleiche Religion haben. Nein, sorry, was ist das für eine verrückte Logik? Ja, Allah ist der einzige Wahre, ja. Träum weiß. Da sind da Juden sogar. Genau. Ihr könnt nicht mal siegen. Siehst du deinen Allah hinter dir? Ich bin in Jemen. Ja. Warum Ansar Allah al-Yahud, inshallah? Ja. Ein Yansurahum. Allah Yansur al-Yahud. Der hat sie schon. Nasara haben schon gesagt, seit 70 Jahren werden sie von Allah unterstützt. Die werden siegen. Ehrlich. Und dann sagt Allah, la ilaha illallah. Ja, aber Allah steht nicht hinter dir. Sogar unter Israel. Weißt du das? Allah ist gar nicht da. Allah weiß nicht mal, wo ihr steht. Allah hat gar keine Zeit für euch wahrscheinlich. Der hat Alzheimer Allah bekommen und der ist einfach verschwunden. Keine weiß, wo der ist. Er ist verletzt in Gaza. Verletzt in Gaza. Der hat ihn nach Deutschland gebracht. Irgendwo liegt er hier im Krankenhaus. Und sagt ja, als die Hamas die Leute entführt haben und sie reingebracht haben in Gaza, haben nicht die Leute alle gefeiert? Sogar die Kinder haben gefeiert, dass sie da Geisel hatten. Die Kinder haben geschrien, die Geisel waren sogar bei Familien, bei Zivilisten zu Hause versteckt. Die wurden doch, das Volk hat doch die Hamas unterstützt. Aber wenn sie verlieren haben, wollen sie die nicht mehr. Nein. Die Kinder haben geschrien, gejubelt, die Frau lag auf einem Pickup-Auto hinten nackt, sie war ohnmächtig und die Kinder haben geschrien, gesprungen, haben es gefeiert mit der Familie, alle auf der Straße. Das haben wir alle gesehen. Und jetzt seid ihr am Weinen? Nein. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Wer Scheiße baut, muss ja auch Verantwortung übernehmen und wenn er leidet, ist halt so. Wenn du einen Verbrechen machst, dann gehst du in den Knast. Oder soll ich mit dir Mitleid haben? Natürlich nicht. Die Wahrheit wird kommen. Seit 1000 Jahren haben wir keine Wahrheit. Der Allah, der droht die Menschen seit 1400 Jahren in dem Koran. Nichts ist passiert. Genau, Last Chance. Ja, genau, Bruder. Ja, die Kinder haben gefeiert, Mann. Sogar die Kinder haben gejubelt. Das ist doch nicht normal. Sogar die Kinder sind indoktriniert mit dieser Ideologie. Hast du die Lieder gehört, die in den Schulen in Palästina gesungen werden? Wie die Kinder, was die Kinder lernen? Diese ganzen Hass und diese ganzen schlimmen Sachen? Sorry. Der schwarze Schatten. Soll ich dir wirklich beantworten? Jetzt willst du wirklich jetzt, dass ich. Soll ich dir beantworten? Ja. آخر مرة آخر مرة دقيقة دقيقة بابو آخر مرة حكموا الفلسطينيين آخر مرة وين حكموا يا سنة بعمره ما حكموا ديفان ني فو also vor 48 waren gab noch waren nie Engländer ja waren Engländer vor Engländer waren 405 Jahre waren Osman die haben nie waren die nie also Palästina gab es nie das war ein Land wo niemand lebte. Und guck mal jetzt, was die aus dem Land gemacht haben, ne, die Industrie, die ganzen Sachen, die sind so weit entwickelt. Was hätten die Araber gemacht? Gar nicht, es wäre noch bis heute eine Wüste. Die haben einfach nur da gelebt, ohne Regierung, ohne nichts. Verrückt, die Leute sind blind einfach, die unterstützen irgendwelche Leute nur, weil sie die gleiche Religion folgen. Das ist wirklich mehr als bescheuert. Sorry.
Das ist wirklich, also, da muss man wirklich schön. Dumm sein, um so zu denken, nein, nur weil sie gleiche Religion haben, egal wo, ne, auch wenn die mir schaden wollen, egal, auch wenn sie in Unrecht sind, in Sol Achakadali man Aumadlom, ne, kennst du den Sprichwort, ja. Sol Achakadali man Aumadlom, ne, unterstütze ja. deinen Bruder, egal, ob er der Täter ist oder der Musa, ja. Hör auf, bitte, diese ganzen Sachen, das ist doch nicht, das, ey, Leute, das ist doch gerade morgens, benimmt euch, kein Benehmen, kein Anstand. Nicht? Seht ihr, was wie die Muslime, deren Charakter und deren Prinzipien? Wie es tschüss. Der schwarze Schatten, tschüss. Schreib weiter. Und träum weiter, meine ich. Ja, wünsche dir einen guten okay. Morgen, der schwarze Schatten. Ja. Und wenn du jetzt gleich betest, vielleicht hast du gebetet, mach Dua. Mach Takriya Dua. Wo ist er? Fajr hat er bestimmt gar nicht gebetet. Oh. Bestimmt, aber er glaubt an Allah. Hauptsache Allah gibt. Beleidigen hier, spucken, dies, das. Mein Gott, ihr zeigt nur eure Religion. Was eure Prophet gemacht hat, macht ihr auch. Und was Allah gemacht hat, macht ihr auch. So ist das. So ist das. Das ist nicht schön. Benimmt euch bitte. Ja. Wie war mit dem. Wie war mit dieser 10 Gebote? Ja, Bruder? Wie war Mohammed mit dieser 10 Gebote? Hat die alle gebrochen, ne? Alle. Natürlich. Ja, selbst seine eigene Gebote hat er gebrochen, ja. Ja, der hat seine eigene Gesetze immer gebrochen. Das ist diese... Nessich wohl Mensuch, Abrogation. Ja. Er hat Sachen gesagt ja. und dann hat er sich wieder widersprochen. Okay. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Oh, schon wieder. Oh, du? Nein, ich habe eine Frage an dich. An mich oder an Carlo? An dich, ja, an dich. Bitte schön. Du hast ein Großmaul, du bist so ein Großmaul. Du redest über unseren Propheten. Sag mal ehrlich. Lass mich doch einmal was sagen. Woher suchst du dir das raus? Woher hast du diesen großen Maul? Wo hast du diesen Mut her? Woher hast du das, Bruder? Was hast du mit deinen Kopf? Nein, nenn mich, was du willst, aber sag mir, woher hast du diesen großen Maul? Du folgst doch. Was hast du mit Mohammed zu tun? Nein, ich frage dich, woher hast du deinen großen Maul bekommen? Er hat Wissen über ihn, er hat es gelesen in den Überlieferungen. Ich frage dich einfach selber persönlich, woher hast du deinen großen Maul herbekommen? Sag mal. Er liest doch einfach nur Sachen und sagt, die Fakten sind. Du musst halt mal lernen, die Fakten zu akzeptieren. Du lachst wie ein Affe, du lachst wie ein Hyäne. Was stimmt nicht mit dir? Du bist ein Hyäne. Er liest Fakten von dir und sagt, er beleidigt dich. Nenn mich, was du willst, aber du bist ein Hyäne. Du zeigst nur deine. Du hast immer noch nicht gecheckt, dass Männer dich hier gemacht hat, sondern nur dein Islam. Du bist eine Hyäne in meinen Augen. Wer bist du nicht? Mehr bist du in meinen Augen nicht. Das, was du machst, du Bescheid weißt. Du würdest niemals von unserem Propheten dazu erzählen. Katastrophe. Und so dreckig. Ich will nicht vor einem Menschen stehen, der einen 6-jährigen Kind geheiratet hat. Will ich nicht. Was will ich mit diesem Typ? Der war bescheuert. Keiner möchte mit diesem Typ was zu tun haben. Sogar seine Tochter hat nicht an ihm geglaubt, Zeynep. Seine eigene Tochter hat nicht an ihn geglaubt. Die hat ihn nicht gefolgt nach Medina. Weißt du, der verleugnet. Ja? Da ist eins. Kennst du seine Wallah, von Mohammed? Du hast Angst vor unserem Propheten. Du hast Angst vor ihm. Warum soll ich Angst vor ihm haben? Du hast Angst vor ihm, weil du ihn beleidigst. Weil du ihn beleidigst. Weil du das nicht willst. Aber du tust es. Du tust es trotzdem. Der konnte nicht mal seine Frauen und seine Familie schützen. Ne? Die wurden versklavt von Irak bis nach Syrien geschleppt mit Ketten. Die wurden getötet. Sogar seine Enkelkinder wurden geschlachtet. Was hat er dafür gemacht, dein Prophet? Wo war er? Und ich soll Angst vor ihm haben? Warum hat er nicht für Hassan und Hussein gemacht? Ne? Warum hat er nicht für seine Tochter was gemacht? Die ist doch 6 Monate nach seinem Tod gestorben. Warum hat er sie ja nicht geholfen? Ja, jetzt hätte er mir helfen. Der ist wieder abgehauen.
Ja, Ali selber, da musst du. Shalom, Jerry, Shalom. Sogar Ali selber, Imam Ali selber, da muss er zusehen, wie Omar seine Tochter ihm wegnimmt. Ja, da muss er zusehen, konnte nichts machen. Ja, natürlich, sein Elfjähriger hat er geheiratet. Elfjähriger, ja. Hat die geheiratet und da konnte er nichts dagegen machen. Weißt du, war gestern einer, der hat gesagt, ja, nein, das im Koran steht, das bedeutet nicht schlagen die Frauen. Weißt du, was in Tafsir Qurtubi steht? Der sagt, die Geschichte von der Sahabi Zubair ibn al-Awwam, der hat seine beide Frauen von ihren Haaren, ne, hat einen Knoten gemacht, sie vom Haaren miteinander gebunden und beide geschlagen, damit sie nicht abhauen können, ne, weil sie mit den Haaren zusammen verbunden waren, die Frauen. Eine von den Frauen war ja Asma, die Tochter von Abu Bakr Siddiq, von den Khalif, ne? Und sie hat ihnen nicht zugehört, ne? Ein Anton, nein, ich weiß leider nicht. Ich kenne mich mit Judentum nicht richtig. Und die hat sich dann bei ihrem Vater, die war ja am schlimmsten, die war nicht gehorsam, weißt du? Und die hat am meisten Schläge bekommen, Esma ibn Abu Bakr Siddiq. Und dann ist sie zu ihrem Vater gegangen, sie hat sich beschwert, ja, mein Mann schlägt mich und so und sagte, ja, egal, meine Tochter, du musst es akzeptieren, der ist Rajulun Salih, der ist ein guter Mann, der ist ein guter Moslem, also du musst das akzeptieren. nicht mal Abu Bakr hat gesagt, dass es nicht stimmt. Und dann kommt hier einen Müsli, eine Euro-Shisha-Müsli und sagt, nein, das stimmt nicht, das steht nicht schlagen. Und nicht mal Abu Bakr hat das verleugnet. Und seine eigene Tochter, der Khalif. Leute, ich muss jetzt langsam los. Ich wollte nur sagen, Babu, warte jetzt kurz, mein Freund. Nein. Ich wollte mich jetzt verabschieden. So lange wartest du. Ich höre zu. Okay. Also ich wollte mich verabschieden. Aber trotzdem habe ich eine Frage. Babu, ich wollte mich verabschieden. Es ist sehr gut, was du hier machst, wollte ich sagen. Und sehr wichtige Arbeit, was du machst. Das ist nichts wert in meinen Augen. Es müssen Leute die Wahrheit und die Fakten auf den Tisch legen, sowohl über den Islam, der eine gewalttätige Ideologie ist, als auch über Mohammed, der ein falscher Prophet ist. Und natürlich über Israel, der ein guter demokratischer Rechtsstaat ist und Menschenrechte achtet, Religionsfreiheit achtet und sein Bestes gibt, um zivile Leben zu schützen. Da leben Muslime, in der Armee, in der israelischen Armee gibt es ja auch Muslime. Die haben ihre ganze Rechte, genau wie die Juden, genau wie Christen. Also das Land diskriminiert ja nicht die Muslime, die in Israel drin leben und haben. Sogar Muslime, die in Israel leben, sagen, wir sind Israeli. Die sagen dir nicht, wir sind Palästinenser. Die haben einen israelischen Pass und sagen dir, wir sind Israeli. Danke dir, ja. Bruder Jess, danke dir. Ja, auf jeden Fall 20% oder so Muslime leben dort und die haben auch hohe Posten in Politik und sonst irgendwas und Militär. Also die sind dort mit vollen Bürgerrechten. Ja, sogar im Parlament. Sogar im Parlament, genau. Israel akzeptiert jeden, egal welche Religion er hat. Und eigentlich, es gibt kein Land im Nahen Osten, wo es weder Muslime noch Christen so gut geht wie in Israel. Dort werden sie am besten behandelt, sie verdienen am meisten, leben in einem modernen Land. Also mehr Israel heißt auf jeden Fall mehr Menschenrechte und mehr Zivilisation und das ist schon mal doch eine gute Sache. Also jedenfalls, ich pack's dann mal langsam. Babu, sehr gute Arbeit, vielen Dank für alles und einen schönen Tag euch allen. Wünsche ich dir auch, Bruder, danke schön. Friede sei mit euch. Ja, ist also, ist wirklich so, es gibt ja auch Mukafih, warum lachst du? Der lacht und sagt, hast du einen Clown gefrühstückt und der hat selbst gelacht vorhin. Mukafih, ja. Mujahid. Kifah, ja. Mukafih, ja. Für was, Kifah, für was? Für was kämpfst du, Mukafih, für was? Gaza, Mukafih. Ja. Ja, es leben dort sogar im Parlament, gibt es Muslime. Machiavelli ist wieder abgehauen. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Wenn ich ihn stumme, rennt er wieder weg. Der kann nicht zuhören. Der will nur hier reden. Der ist besoffen, glaube ich. Nee, ich habe auch gehört, der hat auch Shisha geraucht. Ja, natürlich gibt es keine Muslime in Israel, Mukafih. Natürlich gibt es Muslime, die in Israel. Die gibt es sogar Muslime in Armee von Israel, die für Israel kämpfen. Es gibt viele. Die haben alle ihre Rechte.
Die dürfen, es gibt sogar Muslime, die von Gaza nach Israel jeden Tag gehen zum Arbeiten. Rein und wieder raus. Die gehen dort arbeiten, verdienen ihre Geld. Werden sie diskriminiert? Nein. Die geben dir sogar Recht zu arbeiten in deren Land. Aber die wollen nur keine Ärger und keine Anschläge und so. Ich weiß nicht, seid ihr wirklich blind? Also, wie schafft ihr das, dass ihr so blind werdet? Wie schafft ihr das? Wie macht ihr das? Ihr seht doch, dass die Palästinenser, dass die von Gaza nach Israel reingehen zum Arbeiten, verdienen Geld, kommen zurück. Es gibt Muslime, die in Israel leben. In dem Parlament gibt es Muslime, die reden. Es gibt Muslime, die dort leben, die haben israelische Pass, die haben die gleichen Rechte, die können wählen, die können alles. Ja, siehst du nicht, die, ja, und siehst du, hast du nicht gesehen, was Hamas gemacht hat? Die Kinder sogar haben gejubelt, als sie mit den Geiseln reinkamen. Mit einfach zivilen Menschen haben sie angegriffen und dann nach Gaza reingebracht. Und die Kinder waren draußen, haben es gefeiert. Die ganzen Leute haben es gefeiert. Die haben sogar die Geisel bei Zivilisten zu Hause gelassen, eingesperrt. Siehst du das nicht? Dass sogar die Kinder radikal sind. Das sollte dir Angst machen. Ja, warum haben dann die Zivilisten dann gefeiert, als sie reinkamen mit den zivilen Menschen von Israel? Warum haben sie dann gefeiert? Die Kinder, die Frau lag nackt auf einem Auto, ohnmächtig, und die Kinder schreien, ja, la ilaha illallah, oh, ja, wir haben gesiegt. Was soll das? Hast du das nicht gesehen? Sorry. Wer irgendwas Falsches macht, hat ja auch seine Strafe verdient. Ja, die haben hier Baklava verteilt, genau, Aluhutträger. Die haben in Deutschland Baklava verteilt und gefeiert. Nee, nicht beiden. Die haben sie nicht angegriffen. Die haben sie in Ruhe gelassen. Die lassen die Leute dort reinkommen, arbeiten. Sei bitte realistisch. Sei ehrlich zu dir selbst. Nein, sind sie nicht, weil in den Schulen sind sie auch Muslime. Die sind keine religiöse Land. Sie sind eine Demokratie. Ja, aber so schlecht. Die sind nicht nach Gaza reingegangen und haben Leute angegriffen oder als Geisel genommen, haben sie nicht. Das waren die Hamas, und die Israelis haben nicht gefeiert. Das waren die Palästinenser, die gefeiert haben. Ja, über die Religion, Anton, redet. Hallo, salam alaikum. Alaikum salam, Iran. Iran, Persian. Téhéran. Oui. Iran, je suis iranien, Persian. Oui, je comprends. Ok. T'es israélien? Non, je suis marocain. Et t'es pour Israël? Plus ou moins, oui. Tu sais que la guerre entre nous et Israël, elle va commencer entre les Iraniens et Israël ou pas? Entre les Perses et Israël? Peut-être, probablement, pas sûr. C'est même sûr, la troisième guerre mondiale a déjà commencé, selon moi, camarade. La Russie contre l'OTAN? Peut-être, oui, c'est probable, mais ça n'a rien à voir avec le Non, mais attends, je veux dire, c'est que nous, les Perses iraniens, on n'est pas le Hamas ou le Hezbollah ou la Syrie ou l'Irak. On va détruire Israël, nous, les Perses iraniens. Tu sais ça ou pas? Peut-être, non. On n'est pas les autres, hein. Nous, on est plus forts que les autres. Je comprends, mais la logique de force, tu devrais avoir la force de logique, mais pas la logique de force. Ouais, mais Israël, on va rayer à Tel Aviv et Haïfa de la carte, nous, les Persiens. Pourquoi? Comme ça? Parce que ça vous plaît ou... Non, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle arrive. Tu comprends ça ou quoi? Pour quelle raison vous voulez les attaquer? Ce qu'on va faire à Israël, on va les rayer de la carte avec nos missiles balistiques. Tu sais qu'on est fort en missiles balistiques ou pas? Sous quel prétexte? Parce qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale. Elle a commencé mais, déjà. Mais pourquoi vous voulez les attaquer? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à vous? On est en guerre contre Israël depuis. C'est nous qui donnons des armes au Hamas. Déjà ici c'est un stream en allemand, je peux pas continuer à parler en français parce que les gens ils vont rien comprendre. Je m'excuse si tu peux non, parler. Non, mais on parle entre toi et moi. Moi je te dis mais Israël, non, je peux pas te parler. Non, Israël, non. On va les crever, sale fils de pute, tu comprends ou pas? Arrête s'il te plaît d'insulter. On va les crever, Israël. OK, ça t'a beleidigt, das geht nicht mehr. Sorry Leute, der kann kein Deutsch. Leider musste ich mit ihm Französisch reden. Was war los? Er hat gesagt, dass die als Iraner werden Israel auslöschen, die werden sie demolieren, die dritte Weltkrieg wird anfangen. Und ich habe gesagt, ja, aus welchem Grund wollt ihr sie dann angreifen? Er sagte einfach so, wir sind ja nicht Hezbollah, wir sind nicht
Hamas, wir sind stärker, wir werden sie alle bekämpfen, alle auslöschen und so. Der droht einfach. Und dann am Ende hat er angefangen zu beleidigen. Mit HS-Söhne und so. Ja, Purple Sky, das hast du verstanden, ja. Nein, das war nicht bayerisch, das war französisch. Aishel Melik Rashid, Aishel Melik Rashid Israel, ja, Bruder. Ja. Ja, die wollen sie auslöschen, die wollen dies, die haben die besten Waffen, die besten, was sagst du? Können die niemals. Das ist nur Gelaber. Das schon wie natürlich spinnst du, glaubst du, Iran würde sich sowas trauen. Iran, die Herrscher wollen doch nur Geld. Machen nur so ja. Diese Schauspielerei vor dem Volk, weil die glauben, der Volk will das, ne, um sich zu. Genau wie Erdogan. Ja. Genau wie das, was Erdogan macht. Der arbeitet heimlich mit den Israelis, aber dann redet er in der Öffentlichkeit, ja, den Islam, wir sind Muslime und dies und das. Einfach um den Volk ruhig zu stellen. Also ganz ehrlich, USA wartet da drauf, dass sie was machen, wartet da drauf. Die werden nicht, bis zu Amerika, Flugzeugträger sind doch da schon, die sind schon da, die warten ja nur, dass Iran irgendwas macht. Genau, Al-Hutträger, der benutzt das, um den Volk zu kontrollieren. Und genauso die Iraner. Die sagen das einfach, weil sie als Muslims so in den guten Licht stehen wollen. Das ist ja das Hamas und die ganze Hamas und ganze Palästina nicht verstehen. Die Iran nutzt das, damit die nur Sunniten nicht sterben dadurch, mehr nicht. Ja, mehr genau auch nicht. Das ist deren Ziel. Das ist deren Ziele und das war's. Die haben schon ihr eigenes Land ruiniert und demoliert. Weißt du, wie Iran, wie schön, wie vorgeschritten die waren und wie erfolgreich die waren. Die Frauen waren Ärzte, Lehrerinnen. Das war andere Welt. Die haben angezogen, das, was sie wollten. Die Menschen waren frei vor diesen ganzen Khomeini und diese ganzen verrückte Sachen. Makabra, warum beleidigst du? Leute, warum könnt ihr nicht einfach sachlich reden? Verstehe ich nicht. Warum müsst ihr immer beleidigen mit schlimmen Worten? Das habt ihr von eurem Prophet gelernt? Ja, Sünde-Erziehung. Sünde-Erziehung. Er sagte in Wer sagt, dass die Jahiliya besser war, sag ihm, der soll das von seinem Vater beißen und benutze keine andere Wort. Also du musst dieses schlechte Wort, dieses vulgäre Wort benutzen, sagte er auch noch. Ja, das hat Mohammed gesagt. Er sagte, benutze zum Beispiel keine Wort zum Sagen was anderes. Nein, du musst genau das böse Wort sagen. Und benutze keine Synonyme oder keine andere Wörter, um es Schöne zu reden. The real. Ich bin Agnostiker. Ich glaube an keine Religion. Ja, genau. Zu viele Emotionen. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Die haben die Religion ist bei denen mit Emotionen vermischt. Ne, Familie, dies, das, diese Liebe, diese ganze Manipulation halt. Genau. Ja, genau. Geh und beiß. Ja. Genau, Lot. Geh in Rass. Mohammed Adel Gerede. Was meinst du? Meinst du, dass die Leute unterdrückt werden in den islamischen Ländern und ihre Meinungsfreiheit nicht haben? Oder was willst du uns mit deinem Kommentar sagen, Mohammed Adel? Dass die islamischen Länder nicht tolerant sind und die Menschen nicht sagen können, was die denken? Oder Andersgläubige nicht ihre Meinung sagen können? Sogar eure Argumente sind gegen euch. Du zeigst hier nur so, wie schlimm es ist in islamischen Ländern. Für Geld, welche Geld, Bruder, welche Geld siehst du hier? Siehst du hier, dass jemand mir Geld gibt? Verrückt. Ja, die flüchten aus ihren Ländern und kommen hier, wollen Scharia. Ja, genau. Ja, Geld von was? Von Illuminati? Oder wer soll mir Geld geben? Schon Geld, verrückt. Also euch ist nicht besser aufgefallen, ne? Mossad zahlt mich, ja, und Illuminati gibt mir Geld, ja. AfD gibt mir Geld. Findet was Neues, ne? Das ist schon alt, diese Ausreden und diese
verrückte Beschuldigungen sind verrückt. Ich rede über Fakten. Ich habe gerade den Hadith genannt. Steht diesen Hadith nicht in Bukhari? Doch, steht er. Habe ich gelogen? Nein. Genau, Freimaurer. Die abhauen. Ja, ihr habt gesehen, mein Gott, dass er... Ich will nicht darüber lachen, aber ihr habt gesehen, als Taliban, ne, die Macht übernommen hat in Afghanistan, die Leute haben sich an fliegende Flugzeuge geklemmert. Die wollten, das Flugzeug fliegt und der will sich da dran halten, bis die da runterfallen. Also die haben lieber den Tod gewählt, als unter Scharia zu leben. Ihre eigenen Leute. Warum lasse ich nicht jeder Glaube machen, was er will? Ja, das ist für meine Meinung nach ist eine gefährliche Ideologie, die dir sagt, dass du kleine Kinder heiraten kannst. Ich mach mich nicht lustig über 2 Milliarden Menschen. Das sind nicht 2 Milliarden, das sind 1,6 erstmal, ne? Und da bin ich auch reingezählt. Ich und 1000 andere Ex-Muslime, die es nicht sagen, vielleicht in unsere Länder, weil sie Angst haben. Um ihre Leben. Ich mach mich nicht lustig, ich versuche nur die Menschen, dass sie ihren Kopf öffnen und dass sie ein bisschen denken. Dass sie ein bisschen kritisch denken auch. Wie kann ein Prophet mit 54 ein neunjähriges Mädchen schlafen? Das ist doch nicht normal. Wie kann ein Prophet Menschen versklaven? Das ist das Problem. Damit habe ich Probleme. Lass dich deine Religion leben. Ja, warum haben wir nicht IS, deren Religion leben, in Ruhe lassen? Warum haben wir es nicht gemacht? Weil es gefährlich ist für die Menschheit. Für Kinder, für Versklaverung, Schlachten, Kriegtreiberei, Vertreibung von Menschen. Stell dir vor, es ist eine Regelung, die dir sagt, geh, greif die Leute in ihre Häuser, versklave sie, töte den Männer und versklave die Frauen und Kinder. Und du darfst sie auf dem Markt verkaufen, nackt, wie Tiere. Natürlich kann ich nicht zulassen, dass die Leute sowas machen. Das ist dann keine Religionsfreiheit mehr, Bruder. Sorry. Ist egal, wer das gemacht hat. Wer hat Kriege gegen Nordafrika gemacht im Jahr 600? Wer? Die Christen? Wer hat Nordafrika angegriffen und Menschen versklavt und geschlachtet? Nicht die Muslime? Hallo zusammen, Gottes Segen. Hallo David, hallo, Gottes Segen, Bruder. Hi. Bitteschön, Bruder. Darf ich mal was sagen? Ja, bitteschön. Guck mal, mir ist auch schon damals aufgefallen, immer wenn der IS oder irgendwelche Terroranschläge gewesen sind, da haben die Muslime immer gesagt, das hat nichts mit dem Islam zu tun, Islam ist Frieden und so. Aber nie sind die Muslime auf die Straßen gegangen und haben gegen den IS demonstriert oder gegen Al-Qaida oder was weiß ich. Das haben die noch nie gemacht. Also ich habe es noch nie gesehen. Die sagen das immer nur im Internet, das hat nichts damit zu tun, aber geht doch auf die Straße, macht was. Hebt eure Stimme gegen die IS, aber das könnt ihr ja nicht. Das können die nicht. Machen die nicht. Nicht mal Al-Azhar-Universität. Sogar Al-Azhar-Universität hat gesagt, ich kann nicht sagen, dass sie keine Muslime sind. Sogar Al-Azhar-Universität hat gesagt, ich kann nicht sagen, dass sie Kuffar sind. Sie haben nichts gemacht, was im Islam nicht steht. Das haben sogar der Größte von Azhar-Universität gesagt. Guck mal, diese ganzen ISIS-Videos und so, ne? Bevor die ja immer loslegen mit Nackentherapie, da lesen die ja immer was vor. Was lesen die denn da vor? Die lesen Koran, Suren und Hadithe vor. Das ist ja die Begründung dafür, dass sie das machen. Genau, die haben ja auch ein Gericht, ja, die machen das durch Gericht, die richten ja einfach nicht nur die Menschen einfach so hin, die haben ein Gericht, der entscheidet, was ist deine Strafe, die ist das, nach islamischer Gesetze, mit Koran, wie du sagtest, und Dings. Ja, Mohammed Adel, natürlich im Jahr 600, wann haben sie Nordafrika angegriffen, wann haben sie Ägypten angegriffen, die Muslime? 642, 646 waren sie schon in Marokko. Was hat der Oqba ibn Nafi mit den Marokkanern gemacht? Der hat sie alle geschlachtet. Bis nur noch das Meer vor ihm war, hat gesagt, ja, wenn ich wusste, dass es noch ein anderes Volk gibt auf der anderen Seite, würde ich auch weiterhin gehen, aber vor mir steht der Ozean. Ja, das war schon vor der Entdeckung von Amerika, vor der Entstehung von Deutschland oder von Frankreich, da gab es noch gar nicht diese Länder. Bruder, sag mir bitte, wer du bist. Der Islam ist am Ende. Nein, sag mal kurz ruhig. Das ist euer Kopfschuss gewesen. Sag mal kurz ruhig, bitte. Wer bist du, Bruder? Wer bist du? Meinst du mich? Nein, ich rede nicht mit dir. Wer bist du, sag mir bitte. Der weiß, mit wem ich rede. Hast du, wer bist du, dass du einen Propheten beleidigst? Wer bist du? Sag mir nur einfach, wer du bist. Bruder, wenn du damit klarkommst... Nein, ich will doch nur wissen, wer er ist. Ein 54-jähriger Mann, eine kleine Mädchen heiratet... Ja, aber trotzdem ist doch egal. Sag mir einfach, wer du bist. Nein, das ist nicht egal. Das ist Pädophilie. Sag doch einfach, wer du bist. Das ist Pädophilie, das ist nicht egal. Du hast keine Chance, Bruder. Ein erwachsener Mann... Du wirst verlieren.
Ein erwachsener Mann steht nicht auf kleine Kinder. Das ist nicht normal. Ey, Machiavelli, bitte. Schreib mir privat, ich gebe dir meine Adresse, okay? Schreib mir privat, voilà. Voilà. Ja, eine sagt, IS ist gemacht von EU und Amerika, ja. War Mohammed auch von EU gemacht? War Omar ibn al-Khattab auch von EU und Amerika gemacht? Da war Amerika noch nicht mal entdeckt. War Abu Bakr auch von Amerika gemacht? War Khalid ibn al-Walid auch von Amerika gemacht? Die haben Ägypten geschlachtet, die Kopten haben sie angegriffen. Waren die auch von Amerika gemacht oder von Mohammed? Das sind doch seine Freunde. Was steht hier da? Von Amerika. Außerdem, sagen wir, auch wenn Amerika das Geld gegeben hätte für diese Leute, brauchst du trotzdem eine Ideologie. Keine geht und springt sich in die Luft für Geld. Was will jetzt eine Kämpfer von IS mit dem Geld machen? Sagen wir mal, die haben Geld bekommen. Aber die Ideologie ist das Problem. Wenn er nicht daran glaubt, dass er in den Himmel geht direkt nach seinem Tod, wird er nicht kämpfen und sterben. Der ist für diese Religion und für die Ideologie gestorben und nicht für das Geld. Weil das Geld gibt ihm nicht, wenn er gestorben ist. Seid ihr wirklich so dumm? Verrückt. Geld für Geld. Würdest du jetzt, wenn dir jetzt Amerika Geld gibt und sagt dir, geh nach Syrien und gründe eine terroristische Organisation und sterbe für uns. Würdest du es machen? Natürlich nicht. Weil du weißt, dass das Geld dir gar nicht bringt, wenn du tot bist. Bitte, Leute, benutzt ein bisschen euren Kopf. Das ist einfach peinlich. Genau, sie macht es auch Überzeugung. Die stehen da und sagen, ja, verdecke Abi wa Ummi Rasulallah, ich opfere meine Mutter und meinen Vater für dich, O Prophet. Und die stehen vor einem Panzer und springen sich in die Luft. Für Geld? Also ich bitte euch, Leute. Das macht gar keinen Sinn. Also da müssen sie wirklich, 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 keine Ahnung, behindert sein, dumm, Idioten. Also Babo, wir hatten in Irak 80.000 Leute, haben sie sich innerhalb von 10 Jahren sich bombardiert in die Straßen, in Schulen, Krankenhäuser. In Moschees, die waren alle Muslime. Denkst du, haben die das vor Geld gemacht? Wer macht das mit Geld? 80.000 Leute. Warum haben sie die in Mosul nicht bekämpft? Warum haben sie in Mosul empfangen mit offenen Armen? Wir haben gefeiert, als IS gekommen ist, weil die haben die gleichen Überzeugungen. Ich komme selber aus da. Die haben Wasser, wie heißt das, Süßigkeiten verteilt. Als die ISIS reinkamen, Süßigkeiten verteilt. Die haben sie nicht bekämpft. Sagt einer hier, was machen die Pastoren? Geht mich nicht an, ich bin nicht Christ, was die Pastoren machen, aber es steht nicht in deren Buch, steht nicht in der Bibel, وَلَا إِلَمْ يَحِدْنَا. Es steht nicht, dass kleine Kinder geheiratet werden dürfen im Dings. Im Bibel, steht im Koran. Mohammed hat das auch gemacht. Der beste Vorbild für Muslime hat das auch gemacht. Mit 54 hat er mit einem 9-jährigen Mädchen geschlafen. Und es steht auch im Koran, وَلَا إِلَمْ يَحِدْنَا. Es steht im Koran. Wenn die Pastoren das gemacht haben, dann von sich, die sind genauso kriminell wie Mohammed. Bruder, du bist ein Feigling in meinen Augen. Du bist ein Feigling. Du beleidigst unseren Propheten. Du beleidigst einen Propheten, der von Gott herab. Das ist deine Behauptung. Das ist deine Bruder, wie kannst du so Eier haben? Woher hast du diese Eier? Ich glaube nicht, dass er vom Gott kommt. Ich glaube, das ist ein Hochstapler. Ja, aber okay. Das akzeptiere ich. Wallah, das akzeptiere ich, dass du sagst. Aber woher hast du diese Eier, ihm zu beleidigen? Woher hast du diese Eier? Ich sag meine Meinung. Wer gibt dir das Recht, Bruder, das so zu tun, was du gerade sagst? Diese Respektlosigkeit. Kümmere dich um deinen Shisha und lass mich. Ja, kümmere dich um deinen Shisha, ne? Ja, aber du bist doch am Shisha. Wir werden sehen. Ja. Der raucht Shisha und will Mohammed. Rede weiter. Jeder, der diesen Hund hier hört, ja, lass Allah Mohammed verteidigen. Rauch du deine Shisha, Mohammed braucht dich nicht. Ey, das ist wirklich bescheuert. Ein älterer Mann, der mit einem Kind schläft. Im Koran steht, und eine gläubige Frau, wenn sie will, von Mohammed, bum bum, darf das ohne Zeuge, ohne Heirat, ohne Sadaq, ohne Mitgabe. Warum soll ihm Gott das geben? Warum soll Gott hier die Gelüste von Mohammed ermöglichen? Warum soll er sich für seine verrückte Gelüste? Was bringt mir das, wenn ich heute im Koran beim Beten lese,
Ich bete im Koran, ne? Da habe ich gerade den Fatiha gelesen, dann will ich anfangen, ne? Dann lese ich Wamra'atul Mu'minatun in Arada Nabiyyun Istankiha Khalitatul Mu'minatun. Mohammed ist gar nicht mehr hier. Gläubige Frauen können heute nicht mehr von Mohammed bum bum werden. Warum sollen wir es heute noch lesen? Oder dass wir nicht mit den Frauen, oder dass wir nicht mit den Frauen von Mohammed schlafen dürfen. Wie soll ich jetzt mit deinen Frauen schlafen? Soll ich sie aus dem Grab holen? Ich liebe dieser Vers. Ja, und auch das andere, das verboten, dass ihr seine Frauen nach seinem Tod heiratet oder mit denen schläft. Wie soll jemanden heute mit den Frauen von Mohammed, wenn ich das heute lese? Das bedeutet, dass der Koran nicht für heute ist. Der war nur für Mohammed gemacht, für seine Zeit, damit er seine Gelüste befriedigt. Punkt. Genau. Genau, Cello, genau. Oder Cello. Der ist für Mohammed, ja. Es steht da. Das andere, ja. وَإِنْ قَدَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَارَ زَوَّجْنَكَهَا حَتَّى لَيَكُنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجَةِ أَدْعِيَائِهِمْ. Und wenn Zayd mit ihr fertig ist, kannst du sie heiraten, damit die Männer sich nicht schämen, die Frauen von deren Adoptivsöhne zu heiraten. Hä? Ist das jetzt eine ethische, moralische Sache, dass die Männer sich nicht schämen sollen, mit den Frauen ihrer Adoptivkinder zu heiraten? Also nicht nur für sich, das ist für die ganze Menschheit gemeint. Oder dass wir seine Frauen nicht heiraten dürfen. Wie soll ich seine Frauen heute heiraten? Soll ich sie aus dem Grab rausholen und heiraten oder wie? Der Koran würde nur für diese Zeit in diese Ort gemacht, nicht für die ganze Zeit. Das Adresse schicken, ich möchte Kaffee mit Ihnen trinken. Mit wem denn? Und wem willst du Kaffee trinken? Ja, das, ja, Al-Hut-Träger, ja. Verachrage Omar und Fulanen, verachrage Muhammad und Fulanen, ja. Ja. Der hat, er meint das Steak, nicht Kaffee. Omar hatte 73 Schwule bei sich zu Hause und Mohammed, glaube ich, hatte 6. Also Mohammed hatte 6 bei sich zu Hause. Der Mohammed hat rausgeschmissen 6 Schwule und Omar, ich glaube, 73. Es gibt auch eine Riwaya, die sagt, Omar kana bihida'u la yushfa illa bima'i rijal. Dass Omar eine Krankheit hatte, die nur durch das Wasser von Männern geheilt werden konnte. Ja. Wirklich, das hat Al-Bayhaqi geschrieben, das haben mehrere große Gelehrte geschrieben, dass er halt mit Männern. Ja, Sahih Bukhari 68, 85, 68, 86 auch, glaube ich. Nee, 58. Okay, lass mal sagen. Wer bist du? Wer bist du, dass du einen Propheten beleidigst? Wer bist du? Machiavelli, warum nimmst du ihn? Nein, nein, ich frage ihn ja, weil er weiß, dass er ein Prophet ist. Wer bist du, dass du? Na, ich sage doch, dass er kein Prophet war. Was ist, ey, das ist so eine einfache Frage. Was ist deine Beweis? Okay, was ist deine Beweis? Ich frage ihn doch nur eine Frage. Wer bist du? Was ist deine Beweis, dass er ein Prophet war? Ja, Kelp. Ja, Hund. Ja, Kelp. Ich frage dich doch. Wer bist du, dass du einen Propheten beleidigst? Also, wenn du beleidigen willst. Ich glaube, der Bruder ist besoffen. Der hat bestimmt was in der Nase gemacht. Der raucht Shisha und der will Mohammed verteidigen. Mohammed hätte dich verbrannt. Was wollte ich sagen? Der hat mich hier wieder durcheinander gebracht. Was habe ich? Ich habe wieder Mohammed Abdel, ich hoffe, ich sehe dich in Bild-Zeitung. Warum sollst du mich in Bild-Zeitung sehen? Ich bin gar nicht berühmt. Ja. This Dunya is broken. Ich bin nicht Christ. Ich bin nicht Christ. Ich bin nur Ex-Muslim. Ich bin Agnostiker. Ich glaube an keine andere Religion. Also ich bitte euch, braucht ihr nicht bei mir diese Politik zu machen. Seht ihr, die haben keine Argumente, ne, für deren Religion, und dann wünschen sie sich den Tod von Menschen oder wünschen sie schlechte Sachen. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Ich wünsche euch Gesundheit, ich wünsche euch Erfolg, ich wünsche euch auch ein bisschen Anstand und Benehmen und dass ihr aufwacht endlich und wisst, dass das nur eine kriminelle Ideologie ist und keine richtige Religion. Das müsst ihr verstehen. Ja, klar, David, klar. Klar, Bruder, komm. Schick Anfrage, David. Hast du? Ach so, ich dachte, das wäre wieder dieser Typ, deswegen habe ich gar nicht drauf gedrückt. Ja. Ja. Guck mal, was ich auch richtig, das ist eigentlich zum Lachen. Guck mal, wie kann es sein, dass eine Religion vom Verfassungsschutz kontrolliert wird? Eine Moschee zum Beispiel. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe nicht verstanden. Nochmal, ich habe nicht richtig zugehört. Es ist ja faktisch schon bewiesen, dass einige Moscheen vom Verfassungsschutz kontrolliert werden, überwacht werden. Ja. Ja, wie kann das denn sein, dass eine Religion überwacht wird? Ein Gotteshaus. Weißt du, was ich meine? Da passt doch irgendwas nicht. Und selbst wenn das nur bei einer Moschee wäre, könnte man sagen, okay, so, ist ja nur eine. Aber es ist ja nicht nur eine.
Nee, die meisten, die sagen zwar nicht immer alles öffentlich, nur wenn die unter sich sind, sagen sie ja auch die Wahrheit und so, aber naja, die sind alle sozusagen. Bruder, das geht nicht, diese Religion. David, das ist David, kein Frieden. David, ja. David, in Moschee gibt es eine Firma und die Firma heißt Dschihad. Ja. Die Produktion vom Dschihad ist der Moschee. Und deswegen. Bruder, die können mir erzählen, was die wollen, aber nicht, dass Islam Frieden ist. Wenn das Frieden wäre, würde es nicht so viele Red Flags geben. Ohne Ende. Man hört nur Negatives. Und nicht nur in Deutschland. Guck mal hier, diese QM, die sagt mir, wenn du in, was weiß ich, wo sagt der Düsseldorf oder was weiß ich, wenn du da bist, komm, wir trinken Kaffee. Die droht mir. Die hat keine Argumente. Nix. Die muss mir drohen, damit ich meinen Mund zuhalte und ihn nicht blamiere. Wenn du nur noch, nur, wirklich, es tut mir leid. Wenn du nur nach Argumente suchen würdest, das, was ich gesagt habe, dass du gehst und suchst Gegenargumente und kommst, sagst mir, nein, das stimmt nicht, Mohammed hat nicht Aisha geheiratet mit 6, oder es steht nirgendwo, dass du die Frauen von Mohammed nicht heiraten kannst nach seinem Tod, oder das stimmt nicht, dass Mohammed mit jeder Frau schlafen kann, ohne zu heiraten. Warum bringst du keine Argumente? Oder das stimmt nicht, dass Mohammed Sklaven hatte. Warum bringst du keine Argumente? Warum musst du jetzt mich zum Beispiel schlagen oder töten, damit ich meinen Mund halte? Warum? Warum kannst du keine Argumente? Weil es keine gibt. Weil ich die Wahrheit sage. Babu. Öffnet eure Augen, Muslime, bitte. Babu, ein Moslem kann nicht debattieren mit einem, also, du kannst, ein Moslem kann ja nicht gegen seine Schriften reden. Was willst du da rechtfertigen? Es steht da, Punkt. Und deswegen werden die immer direkt beleidigend und sagen, wo wohnst du, komm, wir treffen uns. Weil die nicht argumentieren können, die können nichts dagegen argumentieren. Deswegen drohen die. Weil jemand, der an der Wand steht, mit dem Rücken zur Wand, was kann er denn machen? Genau, dann sagt er, ja, einen Afrikaner, der durch den Islam seine Freiheit erlangt hat. Wie soll ich denn? Wir waren doch frei als Amazir. Im Jahr 646 kamen die Muslime, haben uns versklavt, geschlachtet, Frauen und Kinder. Am ersten Angriff haben sie 1,3 Millionen Kinder, Mädels und Jungs, versklavt. Die haben die Kinder kastriert. Ne? Siehst du? Über 90% der Kinder sind gestorben, haben diese Sache gar nicht überlebt, weil es gab keine Antibiotika, keine Medizin. Was von Befreiung redest du, Mann? Auf welchem Planet lebst du? Lest doch mal, was die Historiker geschrieben haben über den Islam, die Muslime, ne? Die muslimische Historiker. Was hat Uqba ibn Nafi' gemacht mit den Marokkaner, mit den Amazirin Sus? Was hat er mit denen gemacht? Warum waren sie nicht frei? Die, doch, natürlich waren sie frei. Die haben uns versklavt und gezwungen, Jizya zu zahlen. Und als wir Jizya zahlten, die haben uns die Nase abgehakt, unsere Ohren oder unsere Finger abgehakt und haben gedacht, damit ihr euch nie wieder traut, gegen die Muslime zu kämpfen. Die Leute müssten deren Kinder verkaufen, um die Jizya zu zahlen. Die Marokkaner und die Algerier und die Nordafrikaner müssten ihre Kinder verkaufen, um die Jizya zu bezahlen für die Muslime. Die sind nicht umsonst, die sind nicht einfach aus sich abgehauen und haben sich versteckt in den Bergen. Bis heute noch leben die Amazir in den Bergen. Warum glaubst du, geht ein Mensch auf einen Berg zu leben, wo keine Wasser gibt, wo man nichts pflanzen kann, wo man keine Tiere halten kann, wo es Schnee schneit und unter 0 Grad im Winter ist, einfach um sich von den Muslimen zu verstecken, weil die dachten, die werden uns so nicht finden. Lese bitte die Geschichte, was von Befreiung? Babu, die Menschen, Babu, die durch den Islam versklavt wurden, sind mehr als was die ganze Menschheit versklavt hat. In die ganze Geschichte der Menschheit wurden nie so viele Menschen versklavt wie von den Muslimen. Ja, Babu, Bruder. Bei Kurden ist es genauso. Sogar schlimm. Bei Kurden ist genauso. Wirklich. Ist genau so geschehen. Soll ein Kurde hochkommen und sagt nein. Stimmt nicht. Bei Kurden haben die noch schlimmer gehabt, ehrlich. Die hatten noch schlimmer. Es gibt einen Brief, das kann ich euch gerne lesen, wenn ihr wollt, Videos, die dann Arabisch verstehen, werden sie es. Sogar einen Sultan, ne, hat geschrieben für der Herrscher über Afrika, hieß damals Afrika, also Marokko, Algerien und so, und er sagte ihm, schick mir Sklaven. Der hat ihm gesagt, ich kann die Menschen nicht mehr sklaven, die haben alle den Islam angenommen, ich kann sie nicht mehr versklaven, die haben alle den Islam angenommen. Der sagte ihm, mir ist deren Islam egal, ich brauche hier Sklaven, versklave sie, auch wenn sie Muslime sind, versklave sie. Stellt euch mal vor, ich lese euch jetzt den Brief. Ich lese euch jetzt den Brief und dann, die Leute, die Arabisch verstehen, werden geschockt. Ich werde versuchen, ein bisschen zu übersetzen. Ist ja auch nicht ganz einfach, weil da ein paar Wörter benutzt werden, die
Ja, hat auf unsere, auf Deutsch nicht gibt, wartet. Risalet, wie heißt der nochmal? Ja, okay, ich lese euch jetzt den Brief, Freunde, die Arabisch verstehen. Ja. Risale arsalaha Amir al-Mu'minin Hisham ibn Abd al-Malik. Also das ist der Emir von den Gläubigen, von den Mu'minin, von den Muslimen. Der hieß Hisham ibn Abd al-Malik al-Amawi. Im Jahr, der hat gelebt zwischen dem Jahr 691 und 741. Dasselbe haben die auch mit Esiden. Genau, Bruder. Die glauben, die Amazigh haben sich einfach so freiwillig in den Bergen versteckt, ne? Verhungert, sterben vor Kälte. Bis heute, die Arme, leben sie noch da. Okay, den Brief lese ich. Min Dimashq ila amilihi ala bilad al-Amazigh. Von Syrien zu seinem Herrscher über das Land von Amazigh. Kataba Hisham ila amilihi ala Afriqia amma ba'd. Hat Hisham zu seinen Herrscher über Afrika geschrieben, amma ba'd. Fa inna amir al-mu'minin lamma ra'a ma kana yab'athu bihi Musa ibn Nusayr. Als der Emir von den Mu'minin gesehen hat, was Musa ibn Nusayr geschickt hat zu Abd al-Malik ibn Marwan, rahimahullah, also als er gesehen hat, was für Sklaven Abd al-Malik ibn Marwan bekommen hat von Musa ibn Nusayr, arada mitlahu mink. Der will auch das Gleiche von dir. وعندما كان من الجواري البربريات الماليات للأعين الأخذة للقلوب und du hast von den Amazigh Sklavinnen die unsere Augen voll machen, die unsere Herzen entführt haben, also der meinte hier, die sind hübsch, ne? Weiter أخذة القلوب ما هو معوز لنا بالشام وما ولا und wir brauchen das sehr sehr in Syrien und den Gegend hier فتلطف في الانتقاء. Da sei bitte vorsichtig beim Selektieren, also sei sehr selektiv. وتوخى أنيق الجمال und such uns die beste Schönheit. وعظم الأكفال وسعة الصدور und riesige Brüste. ولين الأجساد und dünne Körper. ورقة الأنامل und dünne Finger. وصبوطة العصب وجدالة الأسوق وجطول الفروع ونجدالة der redet, als würde er reden hier über Tiere oder über eine Ware, Leute. Der redet über Menschen wie über Ware. ونجلت الأعين und schöne Augen وسهولة الخدود und hier redet er über deren Wangen وصغر الأفواه und kleine Munde وحسن الثغور, das will ich nicht übersetzen, das ist vulgär, وشطات الأجسام, die müssen schon Fleisch haben, واعتدال القوام, die sollen gerade stehen, ورخام الكلام, die sollen gut reden können, ومع ذلك فأقصد رشدة وطهارة المنشأ, such Leute aus guten Familien und aus sauberer Umgebung. فَإِنَّهُنَّ يَتَّخِذْنَ أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالسَّلَامِ. Wir wollen sie als Mütter unsere Kinder haben und tschüss. Assalamu alaikum. Ja? Das kommt von dem Buch Ad-Dawla al-Aghlabiyya, Tariq Siyasi von den Dr. Muhammad Talibin, der das Buch geschrieben hat. Also für die Leute, die Quelle brauchen. Ne? Seht ihr, wie der, unsere Omas und unsere Vorfahren geredet haben, als wären sie irgendeine Ware. Ne? Such, dass sie so sind, die müssen so aussehen, die Füße sollen so aussehen, ihre Körper sollen so aussehen, ihre Dienste sollen so aussehen. Das ist doch unmenschlich. Und dann sagt er mir, die haben uns befreit. Hast du gesehen, wie wir die über uns geredet haben? Was von befreit? Im Gegenteil, die haben uns weiter versklavt. Amazigh, das Wort Amazigh bedeutet freier Mensch. Allein das Wort Amazigh bedeutet freier Mensch. Wir wurden nie versklavt. Wir haben gegen den Römer gekämpft Jahrhunderte. Jugurtha, der König Jugurtha hat 30 Jahre gegen den Römer gekämpft. Das ist ganz bekannt. Ihr kennt nicht mal eure Leute, ihr kennt nicht mal eure Helden. Ihr nehmt die Helden, die Muslime als Helden, ihr feiert Uqba ibn Nafi. Wir haben Schulen in Marokko, die heißen Schule von Uqba ibn Nafi. Wir haben nicht Schule vom Axel. Wir hatten einen König, der hieß Axel, der hat Uqba ibn Nafi getötet im Krieg. Der hat ihn gegen ihn gekämpft und ihn getötet. Ja, Bruder, und die ganzen Emir, der hat acht Prinzen getötet von den Arabern. Acht Emir hat er getötet in einem Krieg. Der hat sie vernichtet und die haben uns achtmal angegriffen. Bitte schön, David. Bitte, Bruder, du kannst reden. Bruder, ich suche gerade ein Video, damit kein Muslim sagen kann, dass ich das erfinde. Ich habe heute ein Video gesehen auf YouTube. Da stand, dass täglich 36 Messerangriffe in Deutschland passieren.
Jetzt stelle ich dir die Frage so, was denkst du, wer das sein könnte, die Täter? Also ich bin mir sicher, ein Thorsten und ein Michel, die sind das nicht. Wenn du mich fragst, ich sag zu 95% Muslime. Ja, natürlich, für die schreibt, ich würde das in Marokko nicht sagen können, da täuschst du dich. In Marokko gibt es auch Redefreiheit. Es gibt auch Menschen, die Videos machen, die in Marokko leben, auf Marokkanisch. Such dir zum Beispiel Rashid Eylal. Es gibt einen Typ, der heißt Rashid Eylal. Sag dir den Namen. Suche den Professor Ahmed Asid, der macht auch Videos, der lebt in Marokko. Such Ahmed Asid, Rashid Eylal. Das sind nur zwei Beispiele von den Leuten, die das Gleiche sagen wie ich. Also. Muhib auch. Warum? Ja, aber Muhib lebt im Ausland. Ich rede über Marokkaner, die in Marokko leben und Videos machen für Aufklärung. Rashid Eylal, der lebt in Marokko, der hat ein Buch geschrieben. Nihayat Sahih al-Bukhari, Nihayat Ustura. Sahih al-Bukhari, das Ende einen Myth oder so, ne? Eine Ustura ist eine Mythologie. Das Ende einer Mythologie. Der hat die ganzen Hadithe genannt in seinem Buch und sein Buch wird in Marokko verkauft. Es gibt ein anderes Buch von einem Freund, Hisham Nostik heißt er. Der heißt Muslim Lisaken Fia, der Muslime, der in mir wohnt. Den Buch gibt es auch in mehreren Sprachen, auf Amazon kannst du kaufen. Und dieser Rashid Eylal, der lebt in Marokko und der macht seine Videos in Marokko, der ist Amazir. Der sagt, ich faste nicht, der sagt, Fasten mache ich nicht, der sagt seine ganze Meinung. Es gibt einen anderen Professor, einen Philosophieprofessor, der sogar eine Sendung auf Fernseher macht. Und der macht private Videos auf YouTube und klärt auf über den Islam. Der macht Debatten mit muslimischen Gelehrten und so in Marokko und auch im Ausland. Also informier dich ein bisschen. Du kennst wahrscheinlich gar nicht über dein Land. Ihr seid alle hier geboren, unterstützt den Islam, kennt eure Geschichte nicht, kennt nicht, wie eure Vorfahren gelebt haben, wie sie gelitten haben. Und das Problem ist, dass die meisten, die ihr hier seht, sind das Amazir, ne, aus Nador und so. Ich bin Araber. Ne? Ich komme von ein bisschen nicht von Nador, nicht von einer Amazigh-Stadt, aber die kommen von einer Amazigh-Stadt, ich rede über deren Vorfahren. Die haben gelitten, das ist denen passiert und die wissen, dass die bis heute noch in den Bergen leben. Deren Familien leben bis heute noch in den Bergen, weil sie von den Muslimen weggejagt wurden und die wollen es trotzdem nicht akzeptieren und wahrhaben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Q.M. Hör auf bitte jetzt zu drohen, keiner nimmt dich ernst. Du wirst nur von Dings Verfassungsschutz besucht, wenn du so weitermachst. Also du machst mir keine Angst. Guck mal, dieser Lord of Brains, der sagt, du gibst keine neutralen Aussagen über den Koran. Was ist denn eine neutrale Aussage für dich, Lord of Brains? Wie findest du denn, dass ein 54-jähriger Mann mit einer 9-jährigen schläft? Ich will mal deine neutrale Aussage. Das ist ein Fake-Profil, der hat 5 Follower, das ist ein Fake-Profil. Poppy, du bist raus, du musst zurück, wir hören dich nicht. Poppy, du musst zurück ins Live, sonst hören wir dich nicht. Poppy, ich schick dich wieder runter, Bruder. Ja. Freunde, ich mach mir kurz einen Kaffee, okay? Okay, mach's gut. Okay. Nein, bleib hier, unterhaltet euch nur, damit den Leuten nicht langweilig wird. Okay, nein, Dings. Babo, nimm nicht solche Leute, die nicht reden, die melden das oder sonst was, verstehst du das? Cool. Ich höre euch zu, wenn ihr reden wollt. Ich höre euch zu. So. Lo. Ja. Soll er Friends of 24 lesen, gucken und nicht Al Jazeera? Soll er einfach Friends 24 da gucken? Das ist auch Arabisch. Soll er da gucken? Das ist auch ein arabischer Kanal, aber europäisch. Soll er da gucken? Und nicht Jazeera. Jazeera wird bezahlt. Jeder weiß das.
Das Internet ist der größte Gegner vom Islam. Dank dem Internet. TikTok. Alles leer. TikTok noch schlimmer. Ja, Bruder, TikTok bietet die Plattform, um es publik zu machen, aber das Internet regelt alles von selbst. Alhamdulillah al TikTok. Alhamdulillah al Ni'mat al TikTok. Alhamdulillah al Ni'mat al TikTok. Amen. Könnte vor 10 Jahren jemand. Was feiern? Seid ihr nicht müde? Nein, ach, ist egal. Ich will mir gleich was zum Frühstücken holen. Ja. Kurz zum Supermarkt. Alles gut. Was sagt der Chat? Seid ihr noch nicht müde, Freunde, im Chat? Die Muslime würden sich freuen, wenn ich jetzt aufgehe. Weißt du? Ja, ja. Alhamdulillah, der ist endlich weg. Die werden sich freuen, wenn ich jetzt. Wann wird andere Account frei? Übermorgen, am 14. Ja, gut. Also am 14. ja. Am Valentinstag bin ich wieder da. Ja. Ja, ich kenne mich mit Hadithe aus, also, aber das Thema ist ja nicht Hadithe jetzt. Wäre schön, aber das ist ein anderes Mal. Ich kenne so viel Hadithe, das ist ja. Allah ruht, träge was auf die Alawi. Der Alawi ist schon am Ende dieser Hacke besoffen, ey. Der ist besoffen, der kann nicht mal den Fatiha sagen. Ich höre ihn so, oh ja, wer bist du, wenn das du über Mohammed, ey, würde dich Mohammed so sehen? Mit deinem Shisha in den Mund, mit deinem Glas Whisky oder was weiß ich, ne? Die Nase voll von, was weiß ich. Der würde dich verbrennen, Mann. Der hat Leute verbrennt, nur weil die nicht zum Moschee-Gebet kamen, ne? Nur weil sie zu Hause beten wollten, hat er sie sogar verbrennt. Und du redest über Mohammed mit deinem Mund voller Alkohol. Ja, er raucht noch Shisha. Ich schwör's dir. Habt ihr es nicht gehört? Ja, ja, Shisha und... Dann noch Alawite. Das ist das ja. Wenn er ein Sunnite, dann hat ich verstanden. Verstehst du? Noch Alawite. Keiner akzeptiert ihn. Und dann kommt er und Alawite und noch Kode. Und er kann keine Fatiha. Und er sagt, der betet, ich bete jeden Tag, aber ich kann keine Fatiha. Wie willst du denn beten? Ja, ich bete zwischen mir und meinem Allah. Ja gut, ja. Ich gehe nochmal pennen. Ja. Also, okay, gute Nacht, Brudi. Gute Nacht. Und ey, Muslime, hört hier gut zu, ne? Hier lernt ihr mehr als bei euren Imam. Hier lernt ihr die Wahrheit. Heile gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, David. Ja, Freunde. Ja, Allah, der hat ihn gequält, bis er ihm sagen sollte, wo der Schatz liegt. Ja. Genau, wie Genghis Khan. Und Genghis Khan ist auch ein Prophet, wenn Mohammed ein Prophet ist. Ja. Das ist echt bescheuert. Ich habe eine kam in mein Live gestern und Nasrullah heißt er. Und der sagt, ich bin auch Muslim und ich glaube an Mehdi. Ich habe gesagt, wo ist Mehdi? Der sagt dann, ja, Oman, glaube ich, oder Jordanien, weiß ich nicht, irgendwo da. Ich habe gesagt, okay. Der meinte, der ist auch 53 Jahre alt und er wartet, bis Tag X kommt und so weiter. Also guck mal, solche Leute gibt's noch. Ja, natürlich, die glauben, dass der Mehdi unter der lebt schon, ne? Irgendwo, ja, ja. Der will sich offenbaren. Ja. Ne? Das sind Schiiten, die glauben noch an ihn. Wahnsinnig. Ja. Freunde, die noch nicht folgen diesem Profil, folgt diesem Account auch, ja? Mein anderer Account ist noch bis übermorgen gesperrt, aber folgt hier. Ich bin dann die Tage nur hier noch live. Folgt mir hier. Und ihr könnt auch mein anderen Profil folgen. Einfach Babu ex-Muslim. Ohne nix. Ne? Da stehen ja auch meine Videos und so. Ihr werdet dann Film in einem Profil Account finden. Einfach Babu minus, nicht hier dieses Strich unten, nein, Babu minus ex-Muslim und ihr werdet mich dann auch finden. Ich habe da eine braune eine Foto und ihr werdet ja natürlich die Videos dann sehen, ne? Und hören, dass meine Stimme ist, dann folgt mir, ja. Auch den anderen Account, wenn in 2 Tagen bin ich wieder auf den anderen Account live und vielleicht kennt ihr es nicht und dann werdet ihr es nicht finden. Folgt einfach auch meine anderen Account, Freunde. Babu-ex-Muslim. Ich danke euch, Freunde, für die Unterstützung.
Ich mache das gerne. Wo ist Gudi? Gudi kam hoch und ist wieder abgehauen. Ja, der konnte nicht reden. Der hat gesagt, der kann nicht reden. Ich weiß nicht genau. Aber er konnte nicht reden. Freunde, ich will kurz zum Supermarkt. Ich will das Handy alles nicht mitnehmen, gut. Sonst hören mich die Leute draußen. Alles gut. Ja. Okay, mach live aus. Ja, ich mach Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich nochmal später kommen soll oder. Kein Problem. Ich muss auch gleich arbeiten. Um 11 Uhr muss ich arbeiten. Okay, alles klar. Okay, Leute, danke euch. Freunde, ich danke euch. Babo. Ja, mal öfter. Ach, egal, hör dir nicht auf solche dumme Menschen. Hör dir nicht so, das ist genau, das ist bei uns, wir haben die gleiche Geschichte, Babo. Kurden und Amazigen. Ehrlich, ja. Das ist die gleiche Geschichte, deswegen, ich ticke sofort aus, wenn ein Kurde kommt und verteidigt das Islam. Verstehst du? Ich ticke sofort aus. Ich sag, hast du irgendwas Schönes von Islam? Sag mir eine Sache, die du schon hast vom Islam, die du bekommen hast. Eine schöne Sache. Der kann nichts sagen, eine schöne Sache. Nix. Der sagt, ja, Koran. Wow. Können wir, und dann sagst du ihm Al-Fatiha, der kann nicht mal Al-Fatiha sagen. Weil er kein Arabisch spricht. Also ich bitte euch, das reicht. Ja, oder der vorher hat ihm gesagt, ja, gib mir einen Beweis, dass Mohammed ein Prophet war. Er sagt mir, du weißt, dass er ein Prophet ist. Ich sage, nein, aber sag mir, wo ist sein Beweis, dass er ein Prophet ist oder dass er mit Allah gesprochen hat oder irgendwas. Beweis es uns, dass er doch ein Prophet ist. Der hat keinen Beweis, aber er glaubt, dass er ein Prophet ist. Nur weil seine Mutter und sein Vater ihm das gesagt haben. Hm. Ja. Nur weil Mohammed Adel, sag mir nicht, dass es 99% Kurden sind Muslime. Laber kein Mist, Mann. Laber kein Mist. Bitte. Okay, ja. Kurden aus Syrien, die sind fast alle Atheisten geworden, alle. Kurden aus Türkei ist genauso, ja. Wir haben ein paar Dummen in Irak, die glauben an sowas und das war's. Und das Rest sind die gar nicht Muslime, also bitte. Und für mich, der eine nicht Al-Fatiha sagt, der ist schon lange aus dem Islam getreten. Okay, ja. Also laber keine Dummheit hier. Okay, Wallah, du lügst. Wallah, Khudetete, du lügst. Nicht mal Allah ist dein Gott. Du sagst Khudet, du sagst nicht mal Allah, du sagst Khudet auf deiner Sprache. Das ist nicht mal, das ist der Beweis, dass du nicht mal Muslim bist. Egal, Babo, mach aus. Ja, träum weiter. Aber ein paar Millionen habt ihr alle auseinandergenommen, ihr solche Leute wie du. Solche Leute wie du. Wie viele Millionen waren ihr Jesiden? Und jetzt? Und die habt ihr auch auf dem Gewissen jetzt. Wollt ihr auch die, wenn ich denn, deswegen sind die in Zelten, die wohnen in Zelten in Irak. Da sind Kurden. Die haben sich auch in Bergen versteckt, die Armen, ja? Nein, die wohnen in Zelten, verstehst du, in Zelten. Ja. Wirklich, in Irak, die sind in Zelt, die wohnen in Zelt. In ja. Eigenen Land, weil die müssen, wie man hier kommt nach Deutschland, Asyl beantragen, ja. Bei seinen eigenen Leuten müssen die Asyl beantragen. Überleg dir, was, da sind wir Kurden, wie machen das? Ja, dann geh zu einem Jesid und erzähl ihm das. Sei ein Mann. Jesiden sind keine Muslime, die haben dadurch gelitten, die Arme, was IS mit denen gemacht hat. Ja, das ist schrecklich. Ja, die haben es miterlebt. Die haben es richtig gelebt und die haben die richtige Islam gesehen. Ins Gesicht. Arab, sherefsiz. Ah, jetzt hast du mich verstanden. Ja, Freunde, okay, ich danke euch, Freunde, für die Likes, für die Unterstützung. Ja, ciao. Folgt diesen Account, ich gehe jetzt wieder auf. Ich komme später nochmal online. Ich danke euch, bis dann. Jo, ciao, Baba. Freunde, ciao.